Guten Abend, um 17 Uhr kann ich das sagen. Es ist mittlerweile der vierte Tag an dem Elevate Festival unter dem Leitmotto Transition im Jahr 2022. Wie wir glauben, ja ein wahnsinnig wichtiger Begriff. Es geht um Übergänge. Und was ich jetzt mich wahnsinnig freue, im Ersatz von, ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht viel zu groß, Andreas Sator, der großartige Autor, ein Buch von ihm ist auch draußen, Podcaster, Erklär mir die Welt und auch Journalist im Standard, konnte heute leider krankheitsbedingt nicht diese Runde moderieren. Das bedauern wir und es drückt doch auch wirklich aus und ich möchte an der Stelle wirklich auch nochmal meinen Dank, meinen Respekt an alle ihr, euch, sie, die hier im Publikum sind, aber allen voran auch an das Elevate-Team, all die vielen Menschen, die das im Hintergrund möglich machen. Das in Zeiten des Umbruchs, ganz real, dieser Pandemie, die eben überhaupt noch nicht aus ist oder auch den damit verbundenen oder dadurch ausgelösten Veränderungen. Wie arbeiten wir miteinander? Wie wirtschaften wir miteinander? Und ganz praktisch, was bedeutet das auch für unsere Mobilität, am konkreten Fall Züge und Flüge? Weil wir, und das haben Sie hoffentlich nicht gemerkt und das habt ihr hoffentlich nicht gemerkt, in den letzten Tagen des Festivals sehr viel damit zu tun hatten, dass wir Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, schnell neue Lösungen finden mussten, weil eben krankheitsbedingt und oder in Bezug auf die Situation, wie man hier anreisen kann, sehr, sehr viele Veränderungen notwendig waren und dieses Team aber auch immer wieder bewiesen hat, Veränderung ist möglich. So, und nochmal, wer ist hier, außer eben mir als Ersatz von Andreas Sator? Das sind, ich beginne mit dem Video da drüben, David Steinwendner, auch insbesondere in seiner Rolle oder Vertreter der Transition Towns Bewegung. Es werden alle unsere Gäste gleich dann auch einerseits ich sie kurz vorstellen, aber auch ihre Arbeiten vorstellen. Aber damit es mal auch klar ist, wer hier sitzt, neben ihm und hier physisch im Raum zum Glück, die Theresa Imre, unter anderem Gründerin von Markta. Ja, richtig, auch für David schon. Und die Theresa. In der Mitte darf ich begrüßen Elisabeth Hufnagel vom Stadtteilzentrum Graz, von vielen Initiativen, die hier das Zusammenleben in der Stadt und auch damit dieses Wirtschaften ist ja auch oft etwas, was rein auf physische, materielle, auch irgendwo finanzielle Fragen reduziert wird, dass es aber auch das gemeinsam Handeln sein kann, glaube ich, zeigt die Arbeit, die ihr macht, sehr gut. Und neben mir ein durchaus in diesem Entschuldigung. Erinnert es mich immer. Klatschen kann man heute nicht oft genug, glaube ich. Und neben mir auf jeden Fall nochmal Jakob Silvester Bielerbell, mit dem wir schon am Donnerstag über psychologische Ressourcen im Wandel allgemein sprechen konnten. Und er heute auch uns sehr viel erklären, erzählen, Einblicke gewähren wird über das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur. Und unter dem Titel Welche Wirtschaft? Warum habe ich das so genannt? Warum haben wir das so genannt? Ihr kennt vielleicht den Satz, Bill Clinton hat ihn in den 90ern geprägt, quasi als Erklärung auf alles, it's the economy, stupid. Für mich insgesamt eine sehr schwierige Aussage, die sich auch immer wieder in so Gesprächen, gerne dann auch von Wirtschaftskammerpräsidenten, Wirtschaftsministern, eines Zuschnitts, den ich ehrlicherweise als altes Denken bezeichnen würde, dann reduziert wird auf, wir sind ja die, die die Wirtschaft machen. Viele von euch hier Anwesenden kennen auch noch diesen unsäglichen Claim der Wirtschaftskammer, als sie damit geworben hat, geht's der Wirtschaft gut, geht es allen gut. Wenn man Thomas Piketty, einer der einflussreichsten Forscher rund um die Entwicklungen von Ungleichheit in der Gesellschaft auf der ganzen Welt zitiert, was man, glaube ich, kann und soll mit seinen maßgeblichen Studien, dann ist das mit den allen geht es gut einfach faktisch nicht wahr. Und das, was schon zum Eingang dieses Festivals am Mittwoch von der Ökonomin Maya Göpel beschrieben wurde, dass es auch überhaupt nicht die eine Wirtschaft gibt, sondern wie wir miteinander wirtschaften, wie wir auch miteinander arbeiten, wie wir auch miteinander umgehen, welche Ziele wir verfolgen und auch welche Art von Erfolg wir solchen Zielen beimessen, sind Verhandlungssachen zwischen Menschen, zwischen Kulturen, sind ideologisch auch durchaus entwickelte Aspekte und nicht zuletzt Geschichten, die wir einander erzählen.
Und jetzt komme ich eben zu diesem Punkt, dass diese Geschichten, die wir einander erzählen, denen fehlt ja meiner Meinung oder unserer Meinung, glaube ich, einiges. Weil ob Bauwirtschaft oder Kulturindustrie, Lebensmittelhandel oder der Energiemarkt. Ganz real, der CO2-Fußabdruck ist zu groß, aber der Vorstellungshorizont ist zu klein. Welche Geschichten über Wirtschaft? Wie kann man Wirtschaft auch anders machen? Gibt es da überhaupt Alternativen? Gibt es vielleicht sogar plenty alternatives, Tapas? Wird oft unter den Tisch gekehrt. Und auch jetzt in diesem Jahr 2022, 2 Jahre, nachdem es in der Pandemie sehr deutlich wurde, dass diese unsichtbare Hand des Marktes, die es da angeblich seitens neoliberaler Denkströmungen, die alles selber regeln würde und das scheue Reh dieser Wirtschaft, dass man des Finanzmarkts, dass man nur ja nicht vertreiben darf, indem man politisch, demokratisch legitimiert eingreift, dass das in Wirklichkeit plötzlich sehr relevant wieder wurde und dass riesige Konzerne sofort mit offenen Händchen, Patschhändchen und riesigen Taschen dagestanden sind, um sich wirtschaftlich sehr wohl aus der Patsche helfen zu lassen. Von wem? Ach so, wieder mal, wie schon 2008 war, der Bevölkerung. Also dass hier durchaus eigentlich auch immer wieder so Widersprüche sind unter der Überschrift, die Wirtschaft macht das. Mhm. Und das viel zu selten, und deshalb machen wir das heute hier beim Panel anders, den Menschen, die es anders machen, auch einen Rahmen, einen Raum gegeben wird, darüber zu reden, ist uns deshalb auch so wichtig, weil das Mut machen soll. Und ich denke mir, so ein bisschen Cheerleaden kann so zum Ende so eines Festivals auch gar nicht schaden, weil was nimmt man denn auch mit, wenn man so in diesem Transition-Prozess ist? Hoffentlich, dass man nicht allein ist, dass es andere gibt, die auch schon was machen, die was gut machen, die Mut machen. Und jetzt stelle ich euch nochmal ganz kurz ein bisschen mehr unsere Menschen, diese wunderbaren Menschen hier vor, und dann wären wir nicht im Sinne eines Elevator-Pitch. Diese Elevator-Pitches, ich weiß nicht, ob das wer kennt, das sind dann auch so diese Logiken, wo man innerhalb von 30 Sekunden alle möglichen Punkte, warum das eigene Geschäftsmodell so wahnsinnig lukrativ ist und wieder in die eigene Tasche ganz Großartiges Neues reinbringen kann. Das sind diese glatt gebügelten Geschichten, die dann darstellen, man kann wirtschaftlich denken. Ich glaube, das muss gar nicht in der Form gemacht werden. Ich glaube, das, was ihr uns eben beschreiben könnt über eure Aktivitäten, kann auch vom Überlegen, vom Fragen, vom Wundern auch geprägt sein, aber auf jeden Fall wird das so sein, dass so eine Art Kurzpräsentationen dann auch gleich mal folgen werden. Und das wird so sein, dass wir eben einerseits jetzt hier an der Seite mit Jakob Bielabel vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, der du selber aber davor auch eine Geschichte schon im Kulturbereich, im Musikbereich, unter anderem Gründer der Green Music Initiative, wo es auch schon um Ökologisierung im Veranstaltungsbereich ging und geht und du da auch mit dem Elevate Festival viel zusammengearbeitet hast. Bei dir, Elisabeth Hufnagel, du hast insbesondere aktuelle Projekte, die du uns rund um das Triesterviertel erzählen wirst, und deine Arbeit in der Stadtteilkultur, wo ich eben auch schon gesagt habe, Stadt gemeinsam machen, Stadt als Ressource nutzen und eben auch dieses Handeln, gemeinsam aktiv zu werden, muss vielleicht auch nicht immer mit unterm Strich steht eine schwarze Zahl sein, sondern dass auch diese Art von wirksam werden, Wirtschaft zu machen, überhaupt aktiv zu werden, partizipieren zu können, mit anderen Parametern und jetzt vielleicht auch in einer anderen politischen Rahmenbedingung, vielleicht besser, vielleicht schlechter geht. Bei dir, Theresa Imre, du bist jetzt vor allem auch hier in deiner Rolle als Gründerin eines, und das ist interessant, ja auch auf regionale Produkte spezialisierten Marktplatzes, aber online, also eine Verbindung von digital und regional, von ganzer Welt und ganz zentral. Und du hast gesagt, dass das für dich sehr schön ist, dass das hier heute im Heimatsaal stattfindet. Dinge, wo so progressiv gedacht wird und Heimat mal nicht in einer Ecke, das war mal, das muss bewahrt werden. Und du wirst, glaube ich, uns auch ein bisschen über diese Widersprüche, die du auch erlebst, wenn es ums Regionale geht und dann plötzlich Vereinnahmungen möglicherweise stattfinden, Verengungen, die nicht in der Intention dieses nachhaltigen Konsumierens stehen. Und David Steinwendner, danke auf jeden Fall, dass du von irgendwo, wo es sehr schön ausschaut, Italien oder irgend sowas, Griechenland, von wo bist du uns dazu? Kroatien. Kroatien, irgendwo am Meer auf jeden Fall. Toll. Die Verbindung scheint aber gut zu sein. Du kannst uns auch sehen und, glaube ich, ganz gut hören. Und das Transition Town Movement ist ja insgesamt ein ganz großer Zusammenschluss. Du wirst über deine Rolle in Graz, aber vielleicht auch über eure internationalen Tätigkeiten sprechen, weil
wenn es eben schon um das gegangen ist, dass der ökologische Fußabdruck zu groß ist, wie wir zusammen leben, wie viel Zement dafür aber leider auch oft gebraucht wird, damit ein Dach über den Kopf entsteht. Also diese auch sehr schweren, komplexen und auch manchmal widersprüchlichen Aufgabenstellungen, Menschen Wohnraum zu schaffen und dabei nicht ökologische Desaster hinzupflanzen, auch wie man miteinander lebt, wie man auch in der Stadt sich wirksam fühlen kann, auch das, glaube ich, ist beim Transition Town Movement sehr relevant. Und nachdem ich euch jetzt sehr ausführlich irgendwo auch eingeleitet habe, freue ich mich jetzt, möglicherweise auch direkt in Kroatien zu starten, David, und deinen Blick auf die Transition Towns uns hier reinzubringen, und dann werden wir das Gespräch vertiefen. Danke. Ja, danke für die Möglichkeit der Zuschaltung. Ich bin ja auch öffentlich angereist, also ich versuche auch heuer meine Urlaube, sage ich mal, postfossil oder möglichst postfossil zu machen. Transition Town, sagen wir so, wir haben uns sogar aus dem Elevate heraus gegründet, oder zumindest vom Elevate 2010, wo damals einer der Galionsfiguren dieser Transition-Bewegung beim Elevate zugeschaltet war und quasi inspiriert hat, dass letztlich Transition Graz entstanden ist. Wir beziehen uns ein bisschen auf die, oder ein bisschen mehr oder weniger stark, also wir verwenden unterschiedliche Konzepte, aber sehr stark auf die Transition Towns. Bewegung, die so ein bisschen aus der Permakultur herauskommt. Also Permakultur wird der meisten eher ein Begriff sein, also eher so dieses systemische Denken, um resiliente Ökosysteme zu schaffen, übertragen auf die Gesellschaft. Und ein wesentliches Ziel der Transition Town Bewegung ist es, Resilienz zu erzeugen. Also nicht Resilienz in oft falsch übersetzten oder verkürzt übersetzten Begriff der Widerstandsfähigkeit, sondern die Widerstandsfähigkeit ist ja nur eine Fähigkeit innerhalb der Resilienz, nämlich dass man einfach auf Schockereignisse, so wie wir das jetzt da auch im Ukraine-Krieg haben, so wie wir es mit Corona gehabt haben und so wie wir es auch in Zukunft mit anderen Krisenphänomenen zu tun haben, einfach darauf vorbereitet zu sein. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich eine ganz simple Überlegung, nämlich wir hängen ab von fossilen Rohstoffen, allen voran Erdöl, Erdgas, die irgendwann zur Neige gehen oder zur Neige gehen sollten, weil wir sonst auf der anderen Seite wiederum unsere Klimakrise, unsere Klimakatastrophe weiter vorantreiben. Also das sind so Ausgangsüberlegungen, dass wir eigentlich wegkommen müssen eben von Fossilen, brauchen natürlich auch wesentlich andere Bewegungen. Aber Transition verfolgt zwei Hauptansätze. Das eine ist ein gewisser Deglobalisierungsansatz, also nicht in dieser Form, dass man jetzt zurück ins 18. Jahrhundert geht, vor der Industrialisierung, sondern einfach das, was man lokal tun kann, von mir aus auch im Sinne einer Kreislaufwirtschaft, die ihren Namen auch verdient, auch lokal oder regional zu machen, Lebensmittel, Energie, gewisse Energieformen zu produzieren etc. Und das zweite wesentliche Punkt ist das Thema Demokratie, nämlich dass man es ist ja überhaupt einmal ein Abgesang, dass Sie sagen, alleine zu handeln ist zu wenig, also nur nachhaltig zu konsumieren wird die Welt nicht verändern, nur auf politische Entscheidungen zu warten von oben ist auch nicht so das Richtige oder auch nur ein Teil der Facette, aber eben dieses lokale Zusammenkommen, sich zu überlegen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was haben wir für Ressourcen, wie wollen wir zusammenleben, ist eine wesentliche Grundüberlegung von Transition. Und sagen wir, auf dieser Grundidee haben wir uns auch die Arbeit in Graz vorgenommen. Man muss dazu sagen, in Graz gibt es sehr viel, was grundsätzlich so als Beispiel oder als Ideen von den Transition Towns her gibt. Also da müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Die Frage ist eher, und das sagen wir versuchen es zwar, aber es ist natürlich nicht so leicht eben, wie kann man da wirklich auch stärker mit den Bestehenden zusammenkommen, um zum Beispiel das Thema der Regionalwirtschaft voranzubringen. Was wir hauptsächlich machen, sind verschiedene Formen der Bewusstseinsbildungsarbeit. Also wir sind sehr stark engagiert im Bereich des urbanen Gärtnerns, also die Gemeinschaftsgärten, Vernetzung etc. ist ursprünglich bei Transition gewesen, bis sie sich als eigener Verein ausgegründet hat. Aktuell eben auch, deswegen finde ich es auch super, dass die Elisabeth da ist, haben wir auch gemeinsam haben wir mehrere Projekte mit dem Stadtteilzentrum Triest, weil sie auch immer heißt sozial-ökologische Transformation, das ökologische und das soziale Zusammendenken, ohne dass es dabei Trade-offs gibt.
ist für uns auch ein ganz großes Anliegen. Und sonst greifen wir einfach auch Themen auf, die einfach noch nicht besetzt sind oder nicht so stark besetzt sind. Also für mit dem Thema solidarische Ökonomien und Commons ist uns ein ganz großes Anliegen, haben auch in einem Grazer Kulturjahr-Projekt gemacht, um einfach das Ganze stärker voranzubringen. Und ja, ich sage mal, Transition heißt einfach jetzt machen. Das ist auch ein Buch, was so übersetzt wurde. Also nicht zu lange herumfackeln, sondern einfach beginnen. Und weil nur die Frage war noch auf internationaler Ebene, sind wir jetzt aktiv, weniger aktiv? Wir sind in Österreich vernetzt, sind über Transition Austria mit anderen. Es gibt ca. 7 bis 8 andere Transition-Initiativen, die sich so nennen in Österreich. Und international ist eher so ein bisschen Best-Practice-Austausch. Was kann man eben tun, um was zu erreichen? Uns, wie gesagt, uns ist es wichtig, dass wir eben aus dieser klassischen Nachhaltigkeitsbewegung ein bisschen herausscheren und da sehr stark das Thema soziale Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit auch miteinander verbinden. Danke, David. Ich würde da ganz praktisch gleich mal nachfragen. Du hast jetzt gesagt, international eher weniger, also mehr der zwar Austausch von Best Practices, aber eben hier aktiv vor Ort in Graz, in einer Stadt, wo es auch schon eine gute Grundlage, viele Initiativen gibt, so wie ich dich verstehe. Und ja, wie oder wo kann man oder welche Art von Qualifikationen bringt man dann bei euch ein, wenn man mitmacht? Ist das eine Art Vereinsstruktur oder? Wir sind als Verein organisiert. Wir haben, unser Vereinszweck ist auch, jemand möchte was machen, wir bieten die Plattform dafür an. Also wir schauen, dass wir eben vor allem Initiativen oder Gruppen, die jetzt da zum Beispiel keine Rechtsperson haben und die ein bisschen in unser Profil passen, unterstützen. Also wir machen das je nach Kapazitäten mehr oder weniger offensiv, aber grundsätzlich ist es die Idee und möchte was machen und wir schauen, was man da machen kann. Wir sind natürlich verstärkt eher im Ernährungsbereich, Grünraum, Lebensmittelbereich am aktivsten. Hängt einfach immer davon ab, welche Leute auch gerade bei uns aktiv sind. Und weil du ja auch gesagt hast, dass ihr zusammenarbeitet mit auch der Elisabeth Hufnagel, vielleicht kannst du auch gleich anschließend nochmal eure Arbeit oder ja, die Triester. Schönen Abend, ich bin nicht so podiumsgewohnt, also bitte gleich vorweg um Entschuldigung, wenn ich nicht so professionell rüberkomme. Wir haben, um es kurz zu erzählen, also das Stadtteilzentrum Triester haben wir mit dem Ziel gegründet, für Menschen im Stadtteil, ehemals Triester Siedlung, inzwischen haben wir den Begriff ein bisschen versucht zu ändern, kann ich noch ein bisschen erzählen, warum das auch unser Ziel ist, das zu ändern, eine Möglichkeit zu geben, sich zu treffen, ohne gleich konsumieren zu müssen. Das ist in diesem Stadtteil besonders wichtig, denke ich, in anderen auch. Inzwischen gibt es in Graz nicht nur uns, sondern auch noch vielfältige Initiativen, die Nachbarschaftstreffs, Stadtteiltreffs oder ähnliches, das Mehrgenerationenhaus, betreiben und Raum für Beteiligung und auch Selbstwirksamkeit bieten. Das ist uns ganz wichtig. Des Weiteren ist uns wichtig, für zu schauen, was in diesem Stadtteil bereits an Ressourcen vorhanden sind und die für die Menschen mehr zugänglich zu machen. Das kann jetzt irgendein Gstätten sein, die nicht genutzt worden ist und dann wieder Gemeinschaftsgarten draus oder wo es einfach ein bisschen eine Anschubinitiative von unserer Seite gibt, damit die formalen Dinge geregelt werden und dann diese Ressource ja wirklich für Menschen, die zum Beispiel im Gärtnern zur Verfügung steht. Und ähnlich ist es im Projekt jetzt mit den Parks, wo wir versuchen, ganz stark Menschen einzubinden in die Umgestaltung, in die Neugestaltung von einem Park und in die Verbesserung einfach der Nutzung des Parks und somit der Verbesserung der Lebensqualität für, denke ich, doch relativ viele Menschen in diesem Stadtteil. Wir bieten, um es kurz zu sagen, das Kernstück bei uns ist der sogenannte offene Betrieb. Das habe ich mitgenommen aus der offenen Jugendarbeit, also das war mein früheres Berufsfeld und deshalb offen, weil ich glaube, dass gerade Menschen, die jetzt in prekären Lebenslagen sich befinden, nicht so verbindlich, jetzt gehe ich zu einem Kurs, da muss ich jede Woche hingehen. Also bei uns kann man kommen und man darf auch wegbleiben. Es ist
nicht jetzt verpflichtend, weil ich jetzt einmal nicht teilgenommen habe, dann darf ich nicht mehr kommen oder muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Das ist uns ganz wichtig, so offen wie möglich zu sein. Und Zielgruppe sind eigentlich alle Generationen im Stadtteil, sowohl Kinder bis auch ältere Menschen. Und wir versuchen gemeinsam mit den Nutzerinnen ein Programm zu erarbeiten und immer wieder aufs Neue zu erarbeiten, das ihren Interessen und ihren Intentionen entspricht. Das ist nicht unsere Interessen, die wir da verwirklichen versuchen oder auch zu begleiten versuchen. Also wir verstehen uns vor allem als Begleiter und Begleiterinnen und nicht so diese übliche Betreuungsgeschichte. Weiters ist uns natürlich auch Vernetzung wichtig. Das heißt, wir sind so das Bindeglied zwischen teilweise auch Behörden und Bewohnerinnen. Wir versuchen für die Bewohnerinnen und mit ihnen das ganze System, in dem sie sich befinden, transparenter zu gestalten, leichtere Zugänge zu Unterstützungsmöglichkeiten. Für die Kinder zum Beispiel, wenn simples Beispiel, wenn der Spielbus im Stadtteil ist, dann ist das irgendwo veröffentlicht und trifft oft nicht die, die mit ihren Kindern hingehen möchten. Also schreiben wir halt die Termine raus, die im Stadtteil stattfinden, von einer Liste von, keine Ahnung, 200 Terminen oder so, und veröffentlichen die so vielfältig wie geht über Facebook, über unsere Auslagen, über Plakate in den Parks, sodass möglichst viele Menschen und vor allem Kinder dann da partizipieren können. Ganz praktisch gefragt, das heißt, wenn ihr sowas macht, diese Arbeit selber ist eben, du sagst ja gleich zu Beginn, konsumfreie Angebote zu schaffen. Habt ihr ein Betreibermodell für euer gemeinschaftliches Handeln, das dann eben aus eher mehr im Sinne eines sozialarbeiterischen, aus dem Sozialfinanzmitteln gespeist wird, oder ist das anders getragen? Naja, finanziert wird es historisch gesehen. 2010 haben wir begonnen, also haben wir aufgesperrt, da war die Frau Bürgermeisterin K. noch damals Wohnungsstadträtin. Und offensichtlich, wir waren das Pilotprojekt von einem stationären Angebot. Okay. Es gab schon Projekte, so Siedlungsprojekte, aber ohne Raum, ohne räumliches Angebot, sondern eher so mobil unterwegs. Und wir waren dadurch dem Wohnungsamt zugeordnet. Mhm. Also irgendein Amt muss man zugeordnet werden offensichtlich, damit man auch ein bisschen eine Förderung kriegt. Und das war alles eine sehr vage Geschichte, probieren wir es halt einmal. Nicht? Und nachdem es gut angenommen wurde, hat sich das jetzt vervielfältigt. Gibt es entsprechend den jeweiligen Stadtteilen natürlich, Das ist nicht immer dasselbe Konzept, sondern gibt es immer angepasst an die Situationen im Stadtteil, gibt es da Angebote und wir tauschen uns aber regelmäßig miteinander aus. Also das ist uns auch noch wichtig, dass man sowohl Ressourcen tauscht, auch als Know-how tauscht und sich gegenseitig unterstützt. Ich werde nachher nochmal auf dich zurückkommen, auch was so diese Zusammenarbeit mit anderen oder auch Behörden betrifft. Und jetzt würde ich gerne auch bei dir anknüpfen, weil jetzt war einerseits sind schon Begriffe wie Permakultur als einen auch doch irgendwo ganz im wahrsten Sinne des Wortes von den Wurzeln ausgeben, in anderen Formen mit auch Lebensmitteln umzugehen. Und dann bei euch ja auch die Gärten, die man mal auch aufmacht, auch vielleicht da eine andere Art von Unabhängigkeit von Lebensmittelproduktion zumindest mal im Kleinen zu generieren. Vielleicht ist es aber dann doch wieder nur unter Anführungszeichen eine Form von Beschäftigung. Ist ja auch immer wieder die Frage, ja, wie viel davon kann was abdecken und wo braucht man es sonst? Und euer Projekt, dein Projekt, Theresa, ist eben markter.at. Genau. Und ja. Vielleicht ein bisschen, also erstens einmal freut es mich wahnsinnig, den Inhalt des Vortrages eigentlich so vielfältig zu diskutieren. Ich finde, dass gerade dadurch, dass wir als Startup gegründet wurden, dass immer so stark in dieses rein, wie du es erwähnt hast, neoliberale Denken reingepresst werden. Und ich komme ja mit dem Begriff Startup nicht einmal wirklich klar, weil ich habe es erst unlängst wieder gemerkt bei einer Panel-Discussion, wo ich auch in Wien war und bei den Austrian Startups, und es geht einfach so stark in diese Gedanken, wie man möglichst schnell groß werden kann, einen Exit hinlegt, und eigentlich geht es wieder um die eigene Profitmaximierung dahinter.
Und vielleicht ein paar Sätze zu mir. Ich bin auch in der Gegend aufgewachsen, in Steins in der Weststeiermark und dann in Graz in die Schule gegangen und war ein bisschen so ein Außenseiter im Vergleich zu vielen meinen Freunden, die alle so Kunst und Kultur und kreativ und so weiter waren. Ich habe einfach immer Hardcore-Wirtschaft gemacht, weil ich einfach der Überzeugung war und das witzigerweise schon als kleines oder als Kind irgendwie, dass halt unser Wirtschaftssystem wahnsinnig deppert ist und wirklich ganz falsch läuft. Und habe das als Kind schon nicht verstanden, warum ich da in Österreich aufwachse, irgendwie privilegiert und andere Kinder woanders aufwachsen und diese Zugänge nicht haben. Deswegen habe ich es auch sehr schön gefunden, dass es eigentlich um die Verteilungsfrage für mich geht und um ganz, ganz andere Themen. Und trotzdem war mir irgendwie klar, da komme ich wahrscheinlich auch aus einer unternehmerischen Familie, also bei mir war sogar der Opa auch Unternehmer und alle waren irgendwie unternehmerisch aktiv. Dadurch, glaube ich, bin ich sehr stark geprägt mit diesem Packen wir's an, machen wir's. Es sagen alle, es geht nicht, es ist mir wurscht, ich mach's halt. Ich glaube, das hat auch Magda und den ganzen Aufbau wahnsinnig geprägt, weil so oft, wie ich gehört habe, dass das alles nicht funktionieren will. Also sicher ein Vielfaches im Vergleich zu Menschen, die gesagt haben, ja passt, da helfe ich dir mit und bin dabei. Sondern es ist wirklich in Österreich schon eine sehr, sehr starke, eher so Widerstandskultur, was so Neues betrifft. Und irgendwie ist mir dann trotzdem weiterhin, wie so naiv, wie ich vieles angegangen bin, einfach nur halt gemacht. Und es geht alles, wenn man es einfach starten möchte. Was ich wahnsinnig unterschätzt habe, ist, wie viel Energie man selber braucht und auch dieses immer wieder neu eigentlich sich selbst zu überzeugen, dass auch wenn man eben es schon bewiesen hat, dass vieles geht, der nächste Schritt halt wieder zum Beweisen ist. Und ich glaube, das ist ganz spannend eigentlich auch in dieser Runde, die ich heute hier sehe und spüre und auch David, was du erzählt hast von den Transition Towns, das kriege ich eher Gänsehaut, weil es mich so auch selbst eigentlich berührt, wie unterschiedlich oder wie eigentlich dann doch wieder so diese ganzen parallelen Gedanken zueinander führen. Und ich finde, dass das genau das es eigentlich auch braucht und vielleicht ein paar Worte noch über Magda. Ich habe das vor 5 Jahren als digitalen Bauernmarkt gegründet, das klingt sexy, in einem Wort kann man das beschreiben, die Leute verstehen es, auch in diesem ganzen Startup-Pitch-Logik rutscht man da immer wieder ganz, ganz schnell rein, also ob das jetzt irgendeine größere österreichische Startup-Show ist im Fernsehen und ich auch dort schon war, es ist nur wahnsinnig schwer, sich mit einer inhaltlich gesamtheitlichen Lösung eigentlich dort drin zu bewegen. Und für mich ist der Anspruch von Magda, wirklich zu zeigen, dass wir anders wirtschaften können. Ich finde, das Thema Lebensmittel und Essen ist etwas, was mich schon einfach sehr stark in Bezug auf den nachhaltigen Konsum beschäftigt. Jeder muss jeden Tag essen. Es ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, ich kann auf etwas verzichten, sondern das ist für mich schon die gemeinsame Basis auch des Austausches und des Wirtschaftens, die auch in unserer ganzen Menschheitsgeschichte sich so entwickelt hat. Und nichtsdestotrotz ist einfach unser Lebensmittelsystem sowas von deppert seit den ungefähr 70er, 80er Jahren wie kaum ein anderes. Also um ein paar Zahlen da vielleicht zu nennen. Wir haben in Österreich einfach trotzdem 3 große Handelskonzerne und 160.000 kleinbäuerliche Familienbetriebe. Das heißt, Österreich hat eine extrem diverse, kleinstrukturierte Landwirtschaft. Es gibt dann schon ein paar große, aber eigentlich sind 90% der österreichischen landwirtschaftlichen Betriebe circa bei 20 Hektar und das ist wirklich eher was Kleines und gut lokal integriertes. Und das ist das, was mich dann eigentlich schon gereizt hat an dem ganzen System. Ich habe diese Marktmacht nicht verstanden und möchte sie auch heute immer wieder challengen, weil ich einfach nicht der Überzeugung bin, dass also aufgrund der Machtstrukturen, und das ist eines der wesentlichen Sachen, warum unser Wirtschaftssystem noch nicht bereit ist, sich zu ändern. Ich glaube ganz ehrlich, die Bevölkerung und viele Menschen, und es verstehen mich ganz, ganz viele Menschen, ob das jetzt die Kleinbäuerin ist oder jemand, der vielleicht auch wirklich sich massiv mit dem Thema einfach Ernährung und Kochen und Gesundheit auseinandersetzt. Es ist wurscht, es berührt viele Menschen. Und trotzdem sitzen da ganz viele große Industrien oder Konzerne, die das einfach nicht zulassen, dass sich was verändert, obwohl sie es dann in Krisenzeiten abschöpfen, wie nur was wir jetzt eben in der Corona-Zeit erlebt haben. Und der Anspruch, den ich mit Magda einfach versuche, ist wirklich zu sagen, es geht anders. Und gleichzeitig kann ich sagen, der Weg ist nicht leicht, weil wir sind, und das heißt, ich habe das gut gefunden, dass du das vorher auch gefragt hast, welche Wirtschaftsformen habe oder was für Unternehmensformen jetzt ganz konkret hätte ich als Möglichkeit. Also ich habe eine GmbH gegründet, auch sehr klassisch sozusagen, unternehmensaufbaumäßig. Das erste Geschäftsmodell, das wir hatten, war rein plattformbasiert, das heißt, das war eine fixe Provision pro online verkauften Produkt, das heißt, die Bäuerin, der Bauer hat das Produkt online gestellt, das war ein Marktplatz, wie am ersten kann man eh will haben, wahrscheinlich als Vergleich ziehen.
Und dann bin ich aber relativ schnell draufgekommen, für die Bauern und Bäuerinnen ist das super. Wir hatten hunderte Betriebe auf einmal auf der Plattform und die Kunden sind einfach sowas von wiederum auch verwöhnt durch die ganzen Online-Bestellverhalten, die Amazon und Co. geprägt haben, dass jeder kostenlose Lieferung haben will, dass niemand bereit ist, irgendwie mehrere Tage auf ein Paket zu warten, wenn der Bauer das halt nicht sofort verschickt. Und das war dann eigentlich meine erste große Challenge im Aufbau, das zu verstehen, okay, puh, wir müssen jetzt doch ein Logistiksystem aufbauen für Kleinbauern und im Endeffekt auch das Geschäftsmodell dorthin anpassen, dass es halt für die Konsumenten und Konsumentinnen passt. Und das waren oft harte Schritte, das zu entscheiden, wie man das richtig macht. Und ich fühle mich nicht, dass ich schon dort bin. Also ich bin gerade Überlegungen, so mehr in das genossenschaftliche Prinzip auch zu gehen. Mhm. Gleichzeitig, ja, wir müssen wirtschaften. Ich muss sehr wohl den Umsatz für 18 Mitarbeiter letztendlich auch reinbekommen, dass wir auch unabhängig von Finanzinvestoren werden, mhm. von Fördergebern und Co. Das heißt, dieser Grat ist unglaublich ein feiner Weg und gleichzeitig ist es schön, darüber reden zu dürfen. Danke, liebe Theresa. Ich werde dich unbedingt nachher auch noch und wahrscheinlich euch alle zu diesen Aspekten auch, wie arbeitet man eigentlich in diesem neuen Wirtschaften, in diesem Wandeln dann auch miteinander, auch so Arbeitskulturfragen vielleicht letztlich sogar. Aber weißt du jetzt gerade eben auch mit dem, du hast dich als GmbH klassisch aufgestellt, du hast eben auch deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Kundinnen. So, und jetzt hast du ja wahrscheinlich schon öfter mal was gehört, was ich jetzt einfach auch frage. Zugänglichkeit und Leistbarkeit sind ja so die typischen Themen, eigentlich bei jeglichen wirtschaftlichen, insbesondere Konsumproduktaspekten. Und die Zugänglichkeit, so wie ich dich verstehe, für die Bäuerinnen und Bäuern, hast du sehr hoch gemacht. Also du hast sehr schnell sehr viele auch auf deiner Plattform, die eben anscheinend auch den Direktvermarktungsaspekt, eben ohne die drei Großen, sondern eben auf diesem Weg an die Menschen zu kommen, glaube ich, dann auch gerne gewählt haben. Wie ist es denn mit der Preisgestaltung? Was sind eben die typischen, na, wer kann sich denn das leisten? Was sind da deine Antworten auch aus der Verteilung? Das ist eine ganz wesentliche Frage, weil unsere Lebensmittel sind, so wie das System jetzt organisiert ist beim Markter, teurer als im Handel. Also im Endeffekt, und das, glaube ich, vergisst man so oft. Also ich habe das selber nicht verstanden am Anfang, glaube ich. Ich war auch da naiv. Ich habe gedacht, so Online-Handel, ja, da hast du keine Filialen, keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern du organisierst das alles im Hintergrund. Das muss ja viel günstiger sein eigentlich, als jetzt stationär zu denken. Und spannenderweise, es gibt beim Markter jetzt sogar einige Überlegungen, die auch bald konkreter werden, uns auch physisch sozusagen findbar zu machen und einen Aufschlag zu machen. Aber dazu anders gesprochen eher. Das Spannende, was es da eigentlich war und zum Thema Preis. Erstens einmal geben wir in Österreich, glaube ich, aktuell 11% unseres Einkommens für Lebensmittel im Durchschnitt aus. Das war noch in den circa 80er Jahren in Österreich bei 25%. Das heißt, es gibt auf der einen Seite eine große Priorisierung anderer Konsumgüter, sei es jetzt Fast Fashion oder Smartphones, wenn ich jetzt schnell das abhandeln müsste. Aber es hat sozusagen das Gewicht verloren auch und die Wertigkeit. Deswegen glaube ich auch, wir sollten nicht in Richtung Billigpreispolitik unterwegs sein. Wir sollten eher überlegen, wer verdient was an dem Preis. Und das, was ich beim Markt da halt sagen kann, und da lege ich die Hand bis zum Ende immer drauf, die Bauern und Bäuerinnen verdienen 2/3 bis 3/4 vom Preis, den wir auf Markt da haben. Mit dem Rest organisieren wir ein nachhaltiges Kreislauf-Logistiksystem. Beim klassischen Handelsweg, und ich mag nicht einmal jetzt die Handelsplayer an sich jetzt da irgendwie schlecht darstellen, weil da sind einfach so viele Menschen oder halt eigentlich Unternehmen involviert, um das Produkt vom Feld auf den Tisch zu bringen, dass im Endeffekt den Bauern und der Bäuerin zwischen 10% und 15% bleibt. Mhm. Und wenn man diese ganzen Details eigentlich sich wieder der Verteilungsfrage anschaut, dann habe ich kein Problem, dass die Lebensmittel bei uns mehr kosten. Den Bauern und der Bäuerin bleibt teilweise ein Fünffaches von dem, wie sie es sonst klassisch anbieten. Deswegen habe ich auch so einen großen Zustrom bäuerlicherseits oder halt von den Produzenten an sich. Aber ja, ich bin auch der Meinung, ich bin noch nicht dort, dass wir noch größere Zugänglichkeit auch für weniger verdienende Personenschichten schaffen. Also ich überlege da sehr stark, auch in ein System zu denken mit Mitgliedschaften. Ich bin aber noch nicht dort, aber trotzdem, es beschäftigt mich massiv, dass wir wirklich sagen, für Studierende, für vielleicht auch Einkommensschwache, gibt ja ganz viele Gründe im Endeffekt, warum man halt nicht sich das leisten kann, braucht es dann ein Zugangssystem, dass es sich vielleicht eben andere Menschen, die beim Markt da einkaufen, einen querfinanzieren. Mhm. Also ich glaube schon, dass es geht, aber es ist wirklich, dass es auch schrittweise erst dorthin geht, weil wenn man es von Beginn oder von Stunde Null, das war ein bisschen mein Ansatz, alles gleich neu zu machen, da zerrennst du dich auch und dann geht gar nichts.
Eben, und du machst mal weiter, du setzt verschiedene Schritte, du bist da auch offen, Preisgestaltung nicht in einem klassischen, das eine Produkt hat den einen Preis und damit signalisiert man, weiß Gott, noch irgendwas, aber wahrscheinlich oft gar keinen Wert, sondern du versuchst auch Kooperativen, zum Beispiel im Lebensmitteleinkauf, ja andere auch Rahmenbedingungen sich gegenseitig stützend auch schaffen, mitzudenken für die Zukunft. Aber es ist gar nicht so leicht, Referenzbeispiele. Also ich habe selber auch nachhaltige Volkswirtschaft studiert und bin noch sehr im Austausch. Im Endeffekt auf der WU gibt es ein sehr tolles Studium in dem Bereich, die sich wirklich Gott sei Dank als kleines gallisches Dorf der WU, weil ich habe auch BWL auf der WU gemacht und das war furchtbar, weil du lernst halt einfach nur, was die letzten 40 Jahre Status quo war und dann denke ich mal, das kann doch nicht Studieninhalt sein. Und wie du sagst, die Wirtschaft ist etwas, was wir alle gestalten. Das ist nicht wie ein physikalisches Regelwerk an Dinge, die wir uns halten müssen. Wir entscheiden, wie wir es uns ausmachen. Und eben Gott sei Dank gibt es da die Möglichkeit sozusagen auch dort die Bewegungen irgendwie zu stärken und trotzdem dieses wirkliche, welche Form der Zusammenarbeit, sei das jetzt genossenschaftlich, sei das in Vereinsstrukturen und Co., wirklich etabliert, dass du dann wiederum auch Finanzierungen bekommst in ausreichenden Dingen oder Investments, wenn es notwendig ist, das ist noch nicht da. Also ich bin da wirklich noch auf der Suche. Hat wahrscheinlich was auch ein bisschen damit zu tun und jetzt würde ich mal zum Jakob Bielebell auch weitergehen und Verbindungen, die in euren, obwohl sie sehr unterschiedlich sind, Einsatzbereichen, vielleicht auch Parallelen aufweisen, weil du sagst jetzt auch gerade zum Beispiel Geld für etwas zu bekommen, Finanzierung zu bekommen, wenn du aber nach anderen Logiken von Preisgestaltung, also damit auch von Gewinnerwartungen, damit auch von eben sozialen und ökologischen Folgekosten, wo eben eigentlich mal auch die Zukunft Platz hätte. Ja. Da sind zwar jetzt rund um die Europäische Union mit dem Green Deal und auch den Sustainable Development Goals einige Aspekte gerade im Entstehen, also die Sustainable Development Goals, die auch dann teilweise so weit schon in Taxonomien auch übersetzt werden, dass ja auch ein bisschen Zukunftsoptimismus angebracht ist. Das hat auch die Maya Göppel am Mittwoch wieder erwähnt, dass viele von den Sachen, über die Menschen wie ihr hier im Publikum, hier auf dem Podium, auch schon lang nachdenken, dass es doch auch immer wieder einen sehr großen Gap zwischen dem gibt, was man mal als Einzelperson oder als auch privat- und zivilgesellschaftlich organisierte Gruppe machen will. Aber wenn es dann um auch Förderstrukturen einerseits oder auch bei Banken Finanzierungsformen geht, sind ja extrem engstirnige und auf ganz klassisch betriebswirtschaftlichen, die eben Mainstream-Ökonomie und viele andere Aspekte nicht mitberechnen, Aspekten diese Belege immer noch eingefordert. Und du, Jakob, bist, und jetzt komme ich nämlich zu dem, was du, glaube ich, mit dem Aktionsnetzwerk nachhaltig machst, aber du wirst es uns ja gleich beschreiben, bist ja jetzt dort unterwegs, wo Wert vielleicht ganz anders in die Welt gebracht wird. Also Kunst, Kultur, ist das Kunst oder kann das weg? Bringt das was? Wozu braucht man das? Also das ist eine Frage, die man vielleicht so auch immer wieder diskutiert oder auch nicht. Ist ja auch etwas, das sehr oft über, zumindest auch unseren Breitengraden in Deutschland, du bist auch vom Bundesministerium beauftragt, ja auch von öffentlicher Hand finanziert wird, öffentliche Institutionen betrifft. Und trotzdem, was zumindest ich aus anderen Bereichen weiß, ist, dass auch öffentliche Institutionen die sozialen und ökologischen Folgekosten bis dato nicht einpreisen, wenn es eben darum geht, Budgetierungen zu machen oder Bilanzen vorzulegen. Dein Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, ja, beschreib uns ein bisschen, was du da machst oder wie ihr da was brecht oder ändert. Also ich mache das gerne. Ja. Es ist natürlich eine ganz besondere Session, jetzt sozusagen das letzte Set des Elevate. Und ich habe gelernt, dass ihr sie jetzt ja mittlerweile beim dritten Tag dabei seid. Und deswegen habe ich mir zwei Sachen vorgenommen. Erstmal würde ich versuchen, kurz zu antworten, damit wir ein bisschen miteinander reden können. Und ich würde es ein bisschen lustig machen, weil so ein Closing Set, da muss man so ein bisschen Farbe reindrehen. Also ganz kurz, ich heiße Jakob, ich leite seit 2 Jahren für die Bundesregierung in Deutschland etwas, das heißt Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Das ist ein Zusammenschluss von großen bundesdeutschen Kulturinstitutionen. Da sind so diese Dickschiffe drin, also die Documenta, das Humboldt-Forum, die ARD, RTL, ProSieben, das, was groß an Kultur ist. Und wir haben einzig nur ein Ziel. Das Ziel ist, den Wandel dieses Sektors zu beschleunigen, rauszufinden, was braucht der Sektor und das dann wirklich umzusetzen. Was wir nicht machen, wir machen keine Studien, wir machen keine Umfragen, wir machen keine Wettbewerbe, wir machen auch keine Leitfäden mehr, weil wir sagen, es gibt es alles schon. Sondern wir versuchen das, was es jetzt wirklich braucht, ganz praktisch zu tun. Damit
ich das jetzt mein Versprechen einlösen kann, kurz und lustig zu machen, müssen wir eine kleine Absprache treffen. Also ich bin kurz gesagt der grüne Grüß-August der Kulturstaatsministerin. Ich werde immer eingeladen, wenn man wieder erklären muss, dass die Kultur jetzt ja auch begreift, was das mit der Nachhaltigkeit zu tun hat. Ich fände es aber wahnsinnig angenehm, wenn ich heute bei euch, bei Ihnen praktisch als Jakob sprechen könnte. Das heißt, alles, was ich sage, ist natürlich nicht die Position der Bundesregierung. Das ist meine Position. Wenn wir uns darauf einigen können, ist das gut. Der letzte Satz dazu, und dann bin ich auch durch, ist, ich würde gerne noch mal ein musikalisches Zitat, Danger Dan, ja? Ich habe eine schlechte Nachricht und eine gute auch. Ein anderes Lied. Okay. Ich habe eine schlechte Nachricht und eine gute auch. Die schlechte Nachricht, diese Transition, die du beschreibst, die Transformation, Hand aufs Herz, das wird total kompliziert und teuer und aufwendig und schmerzhaft. Die gute Nachricht, es wird aber aufwendiger, komplizierter, schmerzhafter und teurer, wenn wir es nicht machen. Es gibt faktisch keine Möglichkeit. Und das ist der Versuch, den wir in der Kultur machen. Wir versuchen mit Akteurinnen aus der Kultur herauszufinden, welche Rolle kann die Kultur haben. Und wenn ich sage, dann stimmt das eigentlich nicht. Es ist nicht so ergebnisoffen, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass die Kultur eine Rolle hat, dass sie nämlich die große Chance hat, das, was wir immer als soziale Praxis beschreiben, ist ja eigentlich eine kulturelle Praxis. Wir haben genug geforscht, wir haben die ganze Technologie. Wie schaffen wir jetzt, Prozesse so zu verändern? Und da ist die Kultur aus meiner Sicht ganz weit vorne. Und diese Kultur, die da ganz weit vorne ist, lieber Jakob, wo ist denn jetzt das Danger Dan-Zitat gewesen? Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Ach so, das war's schon. Okay. Du kennst halt nur den Hit. Ich habe jetzt gehofft, dass du jetzt hier ein bisschen... Ich kenne halt nur den Hit. Ja? Kennt ihr das Weil Lied? Das ist alles... Es ist das Schönste, es ist viel schöner. Als die Kunstfreiheit mit Igor Levit. Also gut, ja. Aber was ich dich auch gerade fragen wollte, du hast jetzt das gesagt, okay, du sprichst jetzt mal als Privatperson, als Jakob. Ja. Und du hast auch gesagt, ihr macht keine Leitfäden mehr, weil es ist irgendwie schon durch. Was ihr aber, glaube ich, schon macht, ist etwas anderes, was im systemischen Arbeiten, glaube ich, sehr wesentlich ist, zu wissen, man kann es nicht alleine machen. Ja. Und man hat nie alle sofort auf seiner Seite. Nein. In anderen Worten, ihr habt auch wirklich Zertifizierungskurse und verbreitet eure Nachrichten oder vor allem dieses Wissen, um es zu machen, über Kurse letztlich mit dem Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit oder ist das... Na, also ganz praktisch, du hast das ja vorhin gesagt, also diese Transformation, diese Transition ist ein Teamsport. Das heißt aber auch, dass man mit Menschen teamen muss, die manchmal gar nicht so irre sympathisch sind. Mhm. Kennt ihr vielleicht aus eurem Umfeld, Nachhaltigkeit ist ein hübsches Kind hat viele Eltern. Ihr werdet euch wundern, wie viele das schon immer ganz doll und unbedingt gemacht haben und jetzt richtig nochmal durchstarten wollen mit dir. Und wir müssen ganz auf die Arme ganz weit ausstrecken und sagen, ja komm, kommt alle rein. Mhm. Das ist nicht immer einfach, aber es ist der einzige Weg, weil natürlich, ich weiß nicht, wer von euch Maya Göpel gehört hat, diese Besonderheit dieser Situation, du hast es gestern gesagt, ist, dass es ein wicked problem ist. Also es gibt nicht eine lineare Lösung. Es gibt nicht, oh, wir sind hier und wir müssen nach da und das ist der gerade Weg. Wir müssen uns permanent neu justieren und das heißt ganz ungewohnte Konstellationen, heißt auch mit nicht immer nur den politischen Freundinnen arbeiten, und heißt auch, und das ist der große Luxus der Kultur, sich auch offen zu machen, dass man mal scheitern kann. Also diese Chance des Scheiterns muss es geben, weil sonst sind die Experimente einfach nicht groß genug. Und du hast da jetzt gerade was aufgemacht, das mich auch sehr beschäftigt. Ich würde die Frage mal auch gerne an jede von euch, die den gerne auch den Ball aufnehmen möchte, hoffentlich. Und zwar dieses Wicked Problems, also dieses Konzept, dass diese Komplexität unserer Probleme dieser Zeit so vielschichtig ist, dass ehrlicherweise ganz logisch ist, dass auch nicht eine Sache das lösen kann. Die Ökonomin Mariana Mazzucato, die übrigens da draußen auch als Buch liegt, die ja auch sagt, wir leben in einer Zeit großen Herausforderungen, Grand Challenges, die drücken sich auch dadurch aus, dass es nicht one silver bullet gibt. Es ist nicht das eine Verbieten, die eine Erfindung, das eine Ding, was alles anders machen wird. Und warum ist das so wichtig, das herauszuarbeiten? Und deshalb möchte ich das auch euch fragen. Was macht denn ihr, wenn ihr, und ich bin mir sicher, ihr hört diese Frage, vielleicht ist es oft sogar keine Frage, sondern ein Vorwurf,
aber das reicht doch nicht. Die Kunstkultur alleine, das ist doch viel zu wenig. Oder ein bisschen anders konsumieren, das ist doch viel zu spät. Wir sind alle schon trainiert auf Hofer und du hast vorher den Online-Händler genannt. Oder da zusammenarbeiten in der Stadt, das ist doch alles durch. In Wirklichkeit, die Leute leben allein. Die Leute, immer der Lieblingssatz, der eben so sinnlos ist, sitzen doch eh lieber alleine vorm Computer und wer macht noch gemeinsam was früher, was besser. Diese Geschichten, oder David auch, dieser Moment, dieses Wozu, das reicht doch alles eh nicht. Wie geht ihr damit um? Was sind da eure Erfahrungen damit? Was hilft euch trotzdem damit umzugehen oder weiterzumachen? Weil ihr werdet auch, du machst im Kunstkulturbereich was, du machst im Lebensmittel, also ihr macht auch gerade nicht alle alles. Nö, zum Glück. Man nie alle, glaube ich, schaffen, oder das ist eh klar sozusagen, oder du beschreibst es so gut. Ich glaube, es ist für mich fast mehr ein Thema, dass ich mir selber den Anspruch stelle und an ihm scheitere. Also wie viel ist genug, dass ich tue? Da tue ich mir persönlich zum Beispiel viel schwerer, als dass es von außen kommt. Man sagt mir eher, dass ich ein bisschen weniger machen soll und ein bisschen mehr mich auf eine Sache und konzentriere dich auf das Wesentliche. Und du machst da eher viel zu viel, wenn du in dem Ganzen, also gerade in diesem Business-Bereich, Fokus, wie oft ich das eher gehört habe, war mein Problem. Und ich bin jemand, der nicht fokussieren will. Und ich finde es persönlich eine Herausforderung, darin nicht auszubrennen in der Form, weil ich einfach merke, egal wie viel ich tue, es reicht nie mit meinen eigenen Vorstellungen und Ansprüchen. Gleichzeitig neben Mazzucato, die ich extrem schätze und eben wirklich auch jedem ans Herz legen würde, muss ich dann wiederum das Buch auch hervorheben von Donna Meadow, die auch schon damals in den 60er Jahren vom Club of Rome Teil davon war und die Systemanalysen in den 60er Jahren begonnen haben, von wie sich unsere Wirtschaft weiterentwickeln wird. Und ihr unlängstes Buch, das ich wahnsinnig toll finde, ist Thinking in Systems. Und es wird so gut beschrieben, dass es genau nur so funktionieren kann. Wenn wir Stellschrauben, so wie aktuell die Politik handelt, immer nur punktuell sehen. Also wird es ja ganz toll beschrieben, dass wir im Endeffekt jetzt aktuell... Entschuldigung, hört man mich nicht gut? Oje. Deine Locken. Oje, die Ohren. Nee, die Locken. Bin ich da nicht doppelt? Schauen wir mal. Ja, so geht's besser, da höre ich mich auch. Genau, was ich sagen möchte, ist aktuell, wie wir die Welt betrachten und wie wirtschaftlich oder auch politisch entschieden wird, ist es rein eventbasiert. Da gibt es jetzt einen Krieg, klingt jetzt blöd, wenn ich das so formuliere, aber jetzt müssen wir handeln. Dass das Ganze geschichtlich genauso auch ganz, ganz viele Erklärungen hat, beziehungsweise man ganz anders darauf schauen kann, wenn man geschichtliche Zusammenhänge und Beweggründe sozusagen versteht und analysiert, dann braucht man nicht eventbasiert überrascht sein, was sozusagen uns als Gesellschaft oft genau auch betrifft. Das Gleiche ist mit Corona. Letztendlich weißt du, dass wir als Gesellschaft die ganze Zeit so an Messerscheide unterwegs sind und genau einfach wirklich on the edge sozusagen, dass da sehr viel noch kommen wird. Und ich glaube, darauf müssen wir uns vorbereiten, ganz ähnlich wie du es gesagt hast. Das wird viel teurer, wenn wir nicht handeln. Und das andere Thema ist natürlich, die Strukturen zu verstehen. Auch das wird in dem Buch sehr gut beschrieben, dass wir eben Machtstrukturen und Zusammenhänge verstehen müssen. Weil wenn wir eben nur eventbasiert überrascht sind, was uns die ganze Zeit irgendwie passiert, und das wird von den Medien natürlich auch noch einmal mehr befeuert, dann werden wir nie systemisch denken. Jedes Ökosystem, alles auf dieser Welt ist ein System. Es gibt nicht irgendwie nur den einen Hebel, den es jetzt zu oder aufzudrehen gilt, sondern du musst so denken und letztendlich auch in Modellen arbeiten. Gott sei Dank, auch da können wir computerbasiert mittlerweile sehr viel machen, indem dass wir Input- und Output-Faktoren haben und da miteinander eben auch wirklich andere Analyseformen haben, sodass es für mich der einzige Weg ist, im Großen und Ganzen zu denken und nicht zu fokussieren. Und nicht die Trolle zu füttern. Elisabeth, wenn du in deiner Stadtteilarbeit sowas erlebst, oder wie werdet ihr wahrgenommen, wie werdet ihr angenommen? Habt ihr solche Situationen, dass dann eure Arbeit evaluiert wird und dann muss bewiesen werden, keine Ahnung, jetzt ist das eine Kind noch schöner und schneller bei, ich weiß nicht, worüber gekommen, oder könnt ihr euch da auch befreit von sowas bewegen, wie es so... Also es kommt darauf an, aus welcher Perspektive. Natürlich aus der Perspektive der Fördergeber wird evaluiert bis zum Abwinken. Schon, also oder? Die Bürokratie nimmt von Jahr zu Jahr zu. Es sind unendlich viele Listen auszufüllen. Leider Gottes oft rein statistisch im Sinne, wie viele Personen haben teilgenommen, was überhaupt nichts über die Qualität der Aktivität aussagt. Ja.
Ich habe ja schon gehört, warum sind die immer noch da, sind sie endlich fertig, arbeiten schon so lange in dem Stadtteil und haben noch immer nicht fertig. Komisch, weil Menschen sind kein Projekt, das abgeschlossen ist. Das ist immer wieder überraschend, oder, in sozialen Arbeiten? Ja, ich denke, da fehlt aber eine Grundeinstellung, weil also ich habe mir natürlich umgeschaut, bevor ich ausgerechnet im Dresdner Viertel, das wird ja immer wieder gefragt, warum denn ausgerechnet dort? Da gibt es doch viel schönere Stadtteile. Sag ich, nein, ich finde unseren Stadtteil sehr schön und ich empfehle ihn einmal außerhalb der Dresdner Straße zu besichtigen. Also dann würde man sich wundern, wenn man das kennt, wie viel Lebensqualität dort vorhanden ist im Vergleich zu manch anderen Stadtteilen in Graz. Aber wie soll ich sagen, also diese Maßstäbe, die da angesetzt werden, da wird nur abgezählt, wie viele Personen haben sich beteiligt, wie viele haben ehrenamtlich mitgearbeitet, jetzt habe ich das böse Wort ausgesprochen, die Freiwilligen, die immer erwünscht sind und die nie genug sein können. Ja. Also es geht so weit, dass man sich einfach erwartet, dass jemand, der im Sozialbereich arbeitet, sich unbedingt noch zusätzlich ehrenamtlich engagiert, mindestens... keine Ahnung, wie viele Stunden auch noch ehrenamtlich engagiert. Nein, weil es bringt ja keinen Gewinn, also darf es ja nichts kosten. Das wäre ja quasi richtig, die Art von Logik, oder? Richtig, es soll möglichst nichts kosten. Und natürlich habe ich dasselbe gehört, was macht es denn auch so viel? Macht es halt weniger. Ich denke mal, ja, es ist ja ein Try and Error auch erlaubt. Wir versuchen Dinge gemeinsam umzusetzen. Wir haben auch Kunstprojekte umgesetzt, wo ich persönlich jetzt nicht riesige Erwartungen gehabt habe, aber die Künstler, mit denen wir kooperiert haben, war manchmal schwierig, weil die wollten natürlich Kunst schaffen. Und wenn ihr aber Partizipation von Nicht-Künstlern möchtet, dann muss ich vielleicht ein bisschen meine eigenen Erwartungen da runterschrauben. Mhm. Trotzdem ist es ein tolles Projekt gewesen, das wir zweimal gemacht haben und auf große Akzeptanz gestoßen. Vor allem für die, die sich beteiligt haben, war es eine tolle Erfahrung, sich an sowas einmal beteiligen zu können. Und ich würde das jederzeit wieder machen. Und trotz allem. Ich bin zwar eigentlich schon in Pension, aber ich habe noch so viel, wie soll ich sagen, offene Baustellen, dass ich trotzdem noch gern dabei bin und einfach sehe, da kann man noch was tun, dort ist noch eine Chance, was zu verändern. Und was ich zuletzt sagen wollte, ich war in der Schweiz, habe mir dort Stadtteilarbeit auch angeschaut und da ist eine andere Grundeinstellung vorhanden. Was ist der Unterschied? Wir können immer noch was besser machen. Okay. Da geht es nicht, jetzt brennt der Hut, da muss man jetzt unbedingt was tun, weil in der Siedlung gibt es so viele Konflikte und so weiter. Sondern die Grundeinstellung ist, wir können immer gemeinsam was verbessern für uns alle. Mhm. Dann geht es uns wirklich alle besser. Und doch wahrscheinlich vielleicht schon ein Stückchen weiter auf dem Weg der Erkenntnis, der ja auch durch das Corona-Virus angeregt wurde, dass ja unbezahlte Arbeit, also Care-Arbeit, das Miteinander in der Gesellschaft, wenn das nicht gemacht werden kann, dann haben wir nochmal ganz andere Probleme. Also so ähnlich, Jakob, wie du das gerade gesagt hast, die schlechte Nachricht und die schlechte Nachricht. Also diese Arbeit geht ja in Wirklichkeit eine gute. Und die eine gute geht auch immer weiter. Und ich denke mir schon auch und hoffe es ja immer noch, ja, dass diese Art von Veränderungsmuskeltraining, die uns dieser Virus aufgebrummt hat, das eben auch anzuerkennen, wie es eben zum Beispiel miteinander leben in der Stadt und dass da eben Menschen Bedürfnisse haben, die vielleicht in allererster Linie Soziales miteinander auch betrifft oder eigene Kompetenzerfahrungen betrifft und nicht in allererster Linie konsumieren. Komisch, irgendwie ja auch eigenwillig, ja, dass die Leute nicht depressiv geworden sind, weil die Geschäfte zu waren, sondern weil die Leute nicht ihre eigenen ihre Peers nicht treffen konnten. Und David, deshalb komme ich jetzt nochmal zu dir da auch nach Kroatien. Städte selber, auch das war ja etwas, das dann für viele von uns, die vielleicht schon ein bisschen länger mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass die ein Ort sind, wo vieles gut gemacht werden kann. Space is the place, city places auch irgendwie. Dass aber gerade jetzt, wie wir unsere Städte dem Auto untergeordnet oder andere Aspekte, wie eng gebaut wird, was als eben, ich habe es vorher am Anfang schon gesagt, auch diese Herausforderung, es braucht Wohnraum, wie kann der geschaffen werden in einer Art und Weise, dass er uns aber nicht krank macht oder nicht noch mehr vereinzelt. Welche
Zugänge hast denn du oder habt ihr im Transition Town Movement, um auch diesen Raum, diesen Wirtschaftsraum, diesen Lebensraum Stadt in eben auch veränderten Spielregeln zu gestalten? Oder welche Veränderungen sucht ihr vor allem zu erreichen? Naja, Transition, deswegen glaube ich, haben wir so eine gute Kompatibilität mit der Stadtteilarbeit, oder deswegen kooperiere ich auch sehr gern mit Elisabeth, weil sie das genau auf dieser Kretzelebene zusammentrifft, nämlich dass man Räume braucht. Also ich glaube, es ist mal grundsätzlich wichtig, dass hier eben auch, sagen wir, öffentliche Hand, Regierungen etc. wirklich dieses Verständnis vor Augen führen, eben dass es nicht immer um diese Akutarbeit geht, sondern dass es eigentlich gescheiter ist, wie im Sinne von nicht abzuwarten, oder bis irgendwas kaputt ist, oder das ist noch teurer, als wie wenn man gleich jetzt investiert und dann kostet es in dem Sinn weniger, dass das einfach eine Grundausstattung ist, dass man Räume für Begegnung einfach schaffen muss. Also Transition ist ja, also die erste Website war Transition Culture. Mhm. Also das Transition Town ist sehr stark eben mit diesem sozialen Aspekt. Da geht es um gemeinschaftliche Gesundheit, irgendwie aufeinander schauen. Jene, die keinen Zugang zu einem konsumzwangfreien Raum haben, brauchen einfach diesen im Wesentlichen diesen Raum, und der muss geschaffen werden. Und es ist natürlich immer eine Frage, wenn man das Konzept der Commons hernimmt, also dieser selbstverwalteten Räume, ist man immer gerade im jetzigen Zeitraum an der Schnittstelle zum Neoliberalismus. Also wo muss man eigentlich die öffentliche Hand wirklich auch in die Pflicht nehmen, dass sie diese Räume bereitstellt? Das ist einmal, finde ich, ein ganz wichtiges Grundprinzip. Also ohne diese Räume, egal ob sie jetzt da wirklich physisch örtlich sind, dauerhaft, oder ob sie temporär entstehen, die sind, glaube ich, ganz wichtig. Also sonst wäre die Fridays for Future Bewegung auch nicht so groß geworden, wenn nicht einfach dieses Momentum entstanden ist, wo man sich einfach begegnet. Oder eben die ganzen No-Bau-Proteste, wo man auch wiederum Räume schafft, um einfach andere Erzählungen auch zu schaffen. Mhm. Das ist noch der zweite Punkt. Das ist aus meiner Sicht sowohl Utopien braucht, die aber nicht quasi jemand sagt, eine fertige Utopie, weil das wäre ein bisschen fatal, sondern es braucht einfach gewisse Grundprinzipien, wie man miteinander tut, also dass man gemeinsame Entscheidungen trifft, dass man transparent Entscheidungen trifft, dass man gewisse Werte, zum Beispiel eben humanistische Werte, vertritt. Und dann natürlich auch das Konkrete zeigen, also weil auch vorher die Frage war, wenn mir jetzt Leute fragen, ja, was kann ich jetzt noch tun, dann denke ich mir, erzähle ich eine Geschichte und versuche das mit einem, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das mit dem Alltag der Menschen zu verknüpfen. Es hilft nichts, wenn ich über eine romantische Stadt erzähle, wo alle lieb und nett zueinander sind und zu Fuß gehen und alles begrünt ist, dann sagen die Leute, ja, schön und nett, sondern man muss eben überlegen, auch wie kann, und das ist, da unterscheidet sich vielleicht ein bisschen der Transition-Ansatz von anderen, es ist ja okay, wenn du das tust, was du tun kannst. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt in der Kommunikation. Es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen vegan wirst, sondern dass du versuchst, einmal das in deiner Hand stehende zu tun, das zu machen. Viele Leute können es allein, viele nicht. Viele brauchen eben Unterstützung. Und auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man nicht nur Individuen sind oder individuelle Nutzenmaximierer, sondern dass man soziale Wesen sind mit Stärken, Schwächen, mit unterschiedlichen Levels und Fähigkeiten und Lebenssituationen. Und auf das muss man in dem Sinn eingehen. Und das ist, finde ich, auch stadtpolitisch im Wesentlichen interessant, weil dann stellt sich für mich jetzt nachher nicht mehr die Frage, ob ich jetzt da ein oder mehr Parkplätze brauche, sondern wenn ein akuter Raummangel besteht, dann muss ich eigentlich die Priorität setzen, okay, ich schaffe Raum für Begegnung, weil wenn zum Beispiel eine ältere Person auf ein Auto angewiesen ist zum Einkaufen gehen, dann kann ich wiederum einen Raum auch schaffen oder einen Diskurs, indem ich den Raum einfach anders besetze und sage, ich helfe dir beim Einkaufen, weil ich bin noch gesund und fit, und so entstehen auch wieder neue soziale Beziehungen. Also ich würde
man darf das, glaube ich, nicht zu sehr so top-down und planerisch betrachten, sondern eben wirklich mit diesen Leuten, das ist für mich bottom-up, eben sie wirklich zu überlegen, das ist ja der Transition-Ansatz, was braucht es eigentlich wirklich, oder wie es Fridtjof Bergmann immer gesagt hat, der diese New Work begründet hat, was brauche ich wirklich, wirklich? Also wirklich auch zu überlegen, was sind jetzt meine spontanen Konsumbedürfnisse und was sind eigentlich grundlegende menschliche Bedürfnisse, die man hat für das Zusammenleben. Und, ich glaube, die Theresa wollte gerade da schon was noch dazu ergänzen, aber ja, den Punkt natürlich gerne noch fertig zu machen, aber ich weiß nicht, ob du sie siehst auch. Also, nein, kein Ding, aber ich finde es so toll, weil du es mit dem Bottom-up auf der einen Seite beschreibst. Und ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass es radikal andere politische Rahmenbedingungen braucht. Und deswegen glaube ich irgendwie an dieses Bottom-up-Ding, weil das schafft diese Zuversicht, die wir alle brauchen, dieses Miteinander, dieses Gefühl, okay, da geht was. Und ich glaube, das brauchen wir alle, weil sonst ist es eine Angstgesellschaft und eine passive Gesellschaft, die eh nur in Ohnmacht irgendwie verfallt. Ich glaube, das war auch das Thema des Konsumenten, der eher lieber nichts sagt und einfach nur konsumieren soll, was wir oft jetzt heute hatten. Und auf der anderen Seite, ich bin für radikale Politik, also ganz ehrlich, Protektionismus in vielen Bereichen, wo es notwendig ist, wo wir uns gesellschaftlich dazu bekennen, diese Themen wollen wir und diese Sachen schützen wir und dafür schaffen wir faire Spielregeln. Auf welcher Ebene, da tue ich mir persönlich auch nicht leicht, weil ich finde, dass es ja in Graz spannend ist, was es jetzt für einen politischen Umbruch sozusagen auch da gegeben hat. Ich glaube schon, dass die Politik der letzten Jahre in Österreich ganz viel in die genau falsche Richtung eigentlich geprägt hat, gerade was dieses neoliberale Denken betrifft. Und wenn wir aber gleichzeitig eben nicht diese Spielregeln hinterfragen und da extrem hart dran pochen, dann glaube ich, werden wir alle immer nur mit unfairen Regeln spielen müssen. Und dann tue ich mir schwer mit nur Bottom-up. Also ich glaube, es braucht wirklich beides total im Einklang. Und du sagst ja auch gerade Spielregeln, und Spielregeln sind eben genau auch das Wirtschaft ist kein Naturgesetz. Also auch irgendwelche ökonomischen Mainstream-Theorien sind nicht eben Gott oder sonst was gegeben, sondern können neu verhandelt werden. Und spielen gemeinsam in neuen Räumen, ausprobieren, wie man was macht, das ist halt diese andere Seite. Und ich glaube, das ist so dieser doch auch immer wieder halt notwendige Spagat. Jakob, du hast gesagt, man muss dann auch mit Leuten zusammenarbeiten, die einen vielleicht irgendwo auch nerven. Ich muss da ehrlicherweise, so ehrlich darf ich sein, schon auch sagen, mich nervt zum Beispiel wirklich ganz oft die Zusammenarbeit mit Verwaltungsmitarbeiterinnen und Behörden. Und insbesondere nervt sie mich, wenn ich mit Menschen, die eigentlich politisch gar nicht primär konservative wirtschaftsorientierten Agenten und Parteien zugehörig sind, die aber trotzdem neoliberal argumentieren, mit was jetzt nicht alles wie und wo bezahlt werden und argumentiert über das BIP rein und ähnliches werden muss, weil, und da sagt ja auch wiederum die Mariana Mazzucato, das kann man sich schon erklären, was da auch stattgefunden hat, ein Aushungern dieser Verwaltung, dass da eben auch tendenziell Menschen, die sehr kreativ sind, die Regeln hinterfragen, die neue Spielregeln einbringen wollen, von diesem System so erdrückt werden, dass oft gerade auch dieses Aushungern, das dann dazu führt, dass wir auf einmal das Klischee des Wurstsemmel-essenden Beamten und mit denen kann man eh nichts machen. Ja, das war aber eigentlich fast eine self-fulfilling prophecy. Also die wurde ja auch, also da gibt es ja auch diese Analysen, die sagen, das war ja auch gewollt, ja, dass da eben in der Verwaltung, also dort, wo Politik dann real ja wird, letztlich eben genau immer diese Schnittstelle zwischen was wollt ihr individuell oder mit euren Organisationen, dann braucht sie Politik als Rahmenbedingung, die Vorgaben macht, aber dazwischen ist der Hebel der Verwaltung. Ja? Und dass dieser Hebel überhaupt nicht gut geölt ist, weil da eigentlich die wenigsten von uns, ich weiß nicht, sitzt irgendwer da, der in der öffentlichen Verwaltung arbeitet? Nein. Und das ist schon ein ziemliches Drama, ja? Weil in Wirklichkeit dort auch kreativ zu werden, dort eben zu sagen, es ist überhaupt nicht die Doktrin von vor 20 Jahren, die uns jetzt da rausreißen wird, damit wir noch 20 Jahre oder vielleicht besser auch 2000 noch hätten, ja, auf dieser Welt. Und Jakob, du aber, und gerade David, weil du das immer gesagt hast, man trifft sich dann ja auch mal wo, um auch Zeit zu haben, das neu auszuhandeln, auch sich gegenseitig auszuhalten, wenn man sich nicht mag, hat ja auch was mit zum Beispiel einem Festival, wo man sich dann über den Weg läuft, zu tun. Aber eben bei, ist das Kunst oder kann das weg oder kann Kunst weg? Du hast ja auch in letzter Zeit immer wieder die Frage beantworten müssen, wäre eigentlich nicht der einfachste ökologische Transformationsschritt, wenn wir Kunst und Kultur machen? Die einfach wegzulassen? Zumachen, ja. Weniger Ausstellungen, weniger Flüge, keine... Ja, ja, schnell. Das wäre eine schnelle Entscheidung, ja. Und diese schnelle Entscheidung eben war aber in Wirklichkeit, was argumentierst du gegen die?
Gibt es das jetzt? Ja. Tut sich das? Drehen Leute Projekte ab jetzt mit dem Argument? Nein, also ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir natürlich permanent umgeben werden mit massiven Zielen, die wir erreichen müssen. Reduktion hier, Österreich bis 2040, klimaneutral, leider im letzten Jahr überhaupt nicht hingehauen. Ja, und man liest das dann immer so und es entsteht so ein, ja, einfach ein ganz schöner Druck, ne? So. Und kann die Reaktion natürlich nachvollziehbarerweise sein, okay, dann machen wir halt nur noch die Hälfte. Und bei Kultur kann man sich das vielleicht sogar vorstellen, sagt so, brauchen wir wirklich so viel Theater oder brauchen wir 3 Opernhäuser in Berlin oder diese Museen, da geht doch eh keiner rein. Und im gleichen Moment, das ist meine persönliche Überzeugung, ist Kultur unser Kompass, den wir gerade brauchen. Kompass, um uns da irgendwie durchzueiern. Und ich sage wirklich durcheiern. Ich habe eine schlaue Freundin in Wien, das bist du. Von dir habe ich den Begriff Ambiguitätstoleranz, ertragen, lernen, dass Sachen nicht immer eindeutig sind. Und ich habe mir da so eine kleine Eselsbrücke im Kopf gebaut. Also ich glaube, dass das, was wir jetzt brauchen, auf eine schreckliche Art die Kunst des Durchwurstelns ist. Und Durchwursteln heißt so ein bisschen, ja, man geht mal nach rechts, man geht mal nach links, man geht mal nach vorne, man geht nach hinten. Und das ist diese Transformation, die ist jetzt nicht so ein Losmarschieren, ist eher wie so ein Tanz, so Rock'n'Roll, ne? So, man bewegt sich, man versucht so in der Hüfte idealerweise ein bisschen elastisch zu bleiben, ist für uns Deutsche nicht immer einfach. Ja, aber erstmal, und das ist das Wichtige, erstmal müssen wir irgendwie diese Musik hören. Also was läuft eigentlich gerade für eine Musik, was ist eigentlich gerade gesellschaftlich gefragt? Und es ist nicht das Ziel Klimaneutralität. Mhm. Das ist einfach nur ein objektives, zu erreichendes, wo wir uns alle grob dran ausrichten. Aber eigentlich geht es um den Umbau von Gesellschaft. Und jetzt komme ich zu Danger Dan. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt erst die letzten 3 Jahre irgendwie machen, Gesellschaften umbauen. Ja. Also seit 30.000 Jahren plus minus, wo wir so als grob als Menschen existieren, haben wir es immer wieder umgebaut. Und jetzt machen wir es halt nochmal und nochmal so ein bisschen besser. Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass es jetzt ein bisschen Druck gerade drin ist im System. Und deswegen wäre meine Antwort auf die Frage, kann man die Kultur nicht halb zumachen? Ich halte das für falsch, weil Kultur kann uns der Kompass sein und kann uns genau diese Geschichten erzählen. Kultur ist eben nicht immer nur Girl meets Boy und was passiert danach, sondern Kultur spricht darüber, woher kommen wir, wo gehen wir hin, was passiert, wenn wir das machen, oh, was ist passiert, als wir das gemacht haben. Also macht diese ganzen Möglichkeitsräume auf und das brauchen wir als Navigationsinstrument. Und das ist die Qualität von Kultur. Jetzt, nachdem die Qualität unseres Gesprächs, wo wir gehofft haben, schon mal relativ viele Einblicke in verschiedene Wege, die durchaus über Widerstände und wahrscheinlich manchmal auch Abwege gehen, einzuleiten, aufzubauen und halt auch als Rucksack für das Buffet, von dem ihr euch in Zukunft auch wieder laben könnt, aufzumachen. Trotzdem jetzt mal auch schon die Chance, gibt es schon mal so Fragen, wo ihr, egal bei welchem der Projekte, bei der Initiativen, ihr noch mal ein bisschen mehr wissen wollt, was wird konkret gemacht oder will jemand auch seine eigenen Initiativen, die vielleicht irgendwo auch anderes wirtschaften, sei es egal in welchem Sektor, sei es Gemeinwohlökonomie orientiert oder gar nicht wirtschaftlich aufgesetzt. Also gibt es da auch gerne sowas als Möglichkeit fürs Publikum zur Beteiligung. Wortmeldungen, Fragen, noch mal sich was erklären lassen oder auch hier am Podium untereinander. Aber schauen wir mal, die Mikros gehen rum, wenn die Hände sich heben. Da der Herr mit dem grünen Hütchen. So, herzlichen Dank. Meine Frage wäre vielleicht, wie das intern mit den Vereinen ausschaut, ob das da Ansprüche gibt, das nicht hierarchisch zu gestalten, wie das vielleicht andere Modelle funktioniert, weil es gerade angesprochen wurde. Ich arbeite in dem Verein Schaumbad, freies Atelierhaus in Graz, und seit einigen Monaten arbeiten wir in dem Verein, was gemeinnützig ist und Kunst und Kultur fördern soll, an ein Modell vom Koordinationsteam, also nicht das klassische Vorstanddenken, Präsident, ich wollte wissen, ob das da, weil das Erfahrungswerte gibt, ob das überhaupt sinnvoll erscheint, weil für uns ist es die einzige Möglichkeit, ja, es tut weh, ja, es ist nicht bequem, es hat natürlich zu tun mit Verantwortung übernehmen, Demokratie etc.
Vielen Dank für die Frage. Also auch wirklich das, was mich schon die ganze Zeit auch so irgendwie interessiert, diese, wenn man sagt, man will nach außen mit anderen Parametern wirtschaften oder auch andere Produkte oder andere Wege aufmachen, aber wie macht man das miteinander? Eben, man ist ja auch im Team, also eure Organisationsstrukturen, eben eure Entscheidungswege, eure Führungsfragen, wie geht ihr das an? Was habt ihr da klassisch, was habt ihr da neu? Möchtest du, Elisabeth? Also wir sind ein sehr kleiner Verein, muss ich sagen. Wir haben da keine riesigen Strukturen im Hintergrund. Sehr kurze Entscheidungswege, allerdings sehr anstrengend, weil wir alle natürlich auch noch freiwillig mitarbeiten, was den Verein betrifft. Mhm. Der Verein dient mehr der Abwicklung der Förderungen als solches und weniger dem, was im Stadtteilzentrum und drumherum passiert. Also das ist jetzt nicht der Verein, der sagt, ihr müsst so und so im Stadtteilzentrum. Das entscheidet nicht der Verein, sondern das entscheiden wir Mitarbeiter mit den Bewohnerinnen. Weil ihr eben in einem doch sehr durchlässigen Austausch, ja, mit diesen Bedürfnissen, genau, seid. Und zum Beispiel bei euch, Theresa, du hast eben gesagt, klassische GmbH-Struktur, aber wie ist das dann sonst aufgestellt? Habe ich extrem schwierig zum Beginn gefunden, weil ich auch jemand bin, der, glaube ich, sehr basisdemokratisch denken möchte. Ich habe das mit Mitarbeitenden dann am Anfang wirklich stark probiert, das auch sehr eigene Bereiche zu schaffen, die sich auch wirklich auch selbst sozusagen aufbauen sollen. Und ich bin echt dran gescheitert, eher an der, auch viele junge Menschen, die eigentlich bei mir letztendlich einen Job haben wollten und sehr genau wissen wollten, was so von früh bis spät zu tun ist. Also eigentlich viel mehr sich wo reinsetzen, auf jeden Fall dabei sein, also das Commitment und die inhaltliche Überzeugung 100%, aber dann wirklich Verantwortung zu übernehmen, was konkret auch zu entscheiden. Mhm. Ich bin da wirklich ein bisschen überrascht gewesen zu Beginn, weil ich halt selber jemand bin, der halt sofort da sich eher gerne wo einbringen wollte. Und ich jetzt einfach sehr, sehr stark merke, dass es sehr viele unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen braucht, auch in einer Organisationsform, wo nicht jeder überall mitentscheiden möchte. Und das habe ich lernen müssen für mich. Und dadurch glaube ich noch immer, dass wir extrem sehr flache Hierarchien haben. Ich wahnsinnig schätze, wenn Menschen sich einbringen, weil ich glaube, so funktioniert überhaupt diese Reibung und dieses Hinterfragen. Und man muss auch, ich mag da gar nicht dastehen und sagen, so läuft, sondern bitte hinterfragt es mich. Nur es ist wirklich interessant, dass es diese richtigen Konstellationen braucht. Und das merke ich halt mittlerweile in Gruppendynamiken. Ich verstehe in bester Form eine Organisation und auch wenn es eine GmbH ist, als eine Art Organismus, wenn man so versteht, wo jede Funktion und jeder Bereich sozusagen seine Aufgabe hat, aber nicht automatisch alles gemeinsam entschieden wird. Also ich glaube, dass es da auch noch eine weitere Entwicklung eines basisdemokratischen Ansatzes geben kann. Vorteile von Arbeitsteilung zum Beispiel auch, war vorgestern auch zwischenzeitlich das Thema. Aber wenn ich jetzt das richtig zusammenfassen darf, dann sind das bei dir eben so Strukturen, wo du jetzt auch eigentlich eine Offenheit, eine größere Partizipation dir schon quasi gedacht hättest, dass die dann auch eingefordert wird von neuen MitarbeiterInnen. Vielleicht hat es ja auch damit was zu tun, dass sie das nicht so stark gefordert haben, weil ja auch das eine Kulturtechnik ist, die ja auch in keinster Weise irgendwo gefördert wurde. Also wenn ich, wir können uns alle hübsch erinnern, ich nicht gerne, wie es in der Schule war und wie es dann auch, wenn ich in der Uni unterrichte, auch mit dann oft 20, 21, 23-Jährigen, also sprich Erwachsenen ja eigentlich ist, dass die Orientierung sehr schnell auch, was ist zu tun und wie mache ich es und viel weniger, was will ich und warum mache ich es, sind. Und dort aber diese transformative skills, also auch eine Literacy, eine Art von auch letztlich aneignen von Kompetenzen, sei es, wie kann ich mit Uneindeutigkeit umgehen, wie kann ich im Team wirksam werden, welche Kommunikationsskills brauche ich denn, wenn ich nicht nur im Wettbewerb gegeneinander was präsentiere, weil ich dann mit meiner einen Note nach Hause gehe, sondern eben, eigentlich gibt es ja nichts, was man allein in dieser Welt machen kann, schwachsinnig genug, dass es immer noch mit Einzelnoten im Schulalltag stattfindet. Ja, also dass wir halt im Moment wenig Menschen haben, die das wirklich genuin einmal erlernt haben, auch zu kooperieren mit all diesen fürchterlichen Mühen der Ebene, die das bedeutet, an Enttäuschungen, an sich missverstanden fühlen. Das, denke ich, ist, glaube ich, gehört zu den Sachen, die auch diese Kulturräume eben, wo im Commoning, also es gibt ja auch den Satz, there is no commons without commoning, also gemeinsam zu lernen in Räumen, miteinander zu lernen. Also das ist ja eigentlich nicht automatisch da. Wie macht ihr das, Jakob? Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, neue Arbeit, neue Kultur. Habt ihr da irgendwelchen Stein der Weisen gefunden in der Zusammenarbeit?
Oder wie findet ihr ihn jeden Tag neu? Muss mal überlegen. Seid ihr mal vom Ministerium her sehr klassisch hierarchisch aufgestellt? Ja, jetzt würde ich mal was also annehmen. Ich habe ja gesagt, ich würde lieber ehrlich sein als politisch. Ja, ja. Bitte. Also, ich bin nicht immer Fan von Partizipationsprozessen. Mhm. Also die Idee, dass jeder und jede über alles Bescheid weiß und eine richtige Entscheidung trifft, halte ich für überfordern von Menschen. Mhm. Dass wir ganz oft glauben, wir müssen zu allem eine Meinung haben und am besten noch eine solide Meinung und idealerweise noch mitentscheiden. Das finde ich richtig, wenn diese Partizipation auch mit Mandat und Hierarchie danach ausgestattet ist. Aber ich sitze oft in Partizipationsprozessen, wo alle labern und am Ende alle weggehen und nichts passiert. Da bin ich mittlerweile müde geworden. Jetzt will ich nicht den benevolent Dictator haben, der sonst halt von oben herab sagt, so wird es gemacht. Ich weiß aber, und ich sage es ungeschützt, dass die kulturellen Institutionen, mit denen wir arbeiten, das sind Museen, Oper, Theater, durchaus hierarchisch organisiert sind. Ja, Intendantenprinzip, ich kenne wenig Hierarchischeres, muss ich sagen, vielleicht Krankenhäuser noch. Und es ändert sich aber. Es ändert sich aber, was ich ganz oft höre bei diesen Nachhaltigkeits-AGs in den Opern, dass die praktisch eine Mandatssimulation haben. Die dürfen sich dann einmal die Woche treffen, sich ein bisschen Sachen ausdenken und ein paar Sachen aufschreiben. Und wenn ich dann frage, habt ihr Budget für die Umsetzung? Habt ihr Kapazitäten? Dürft ihr überhaupt Zeit dafür einwenden? Dann haben sie das nicht. Und dann wird Partizipation zum Gift. Also wenn ich sage, du kannst ja total gut mitreden, aber in dem Moment, wo du losredest, drehe ich mich zu dir. In Wien sagt man, da sprichst du in einen Sackerl. Also, exakt. Das ist so ein bisschen wurscht. Das heißt, also wir müssen da einen feinen Weg finden, den Weg, den ich versuche zu finden. Ich versuche mich zu umgeben mit ExpertInnen, mit Menschen, die im Gegensatz zu mir Sachen einfach drauf haben und die richtigen Fragen zu stellen. Um dann in der Tat mit dem gesamten Prozess, also mit dem Team, mit der Firma, mit dem Verein etwas zu machen. Aber diese Idee, mal alle am großen Tisch mal überlegen, sorry, dann entstehen diese riesengroßen Dinge, wo total viel keine Post-its drauf sind und 474 Ideen. Und dann rufen sie mich 2 Monate später und sagen, oh, wir machen jetzt noch einen Design Thinking Workshop. Ja, bitte. Entschuldigung. Ist die Frage soweit beantwortet? Das ist ein Suchprozess und da gibt es die nächste Frage aber. Eigentlich eine eher Assoziation erstmal. Der Jakob sagte, glaube ich, wir ändern Gesellschaften nicht zum ersten Mal, das haben wir oft getan. Und ich erinnere mich an einen Blick in die bayerische Verfassung, schon einige Jahre her, und ich las, dass jede wirtschaftliche Tätigkeit dem Allgemeinwohl zu dienen haben. Ja, sehr eigenwillig. Und ich habe mich gefragt, wie sind wir zu dieser Umdrehung, zu dieser Perversion gekommen, die wir heute im tatsächlichen wirtschaftlichen Leben eben erfahren. Und dann eben auch der Rückgriff auf Kultur, die uns immer wieder, oder Kunst, die wir natürlich heute reinszenieren, reimplementieren, aber eigentlich im Rückgriff auf alte, schon gedachte Ideen. Absolut. Darf ich gleich einen Satz dazu sagen? Also dieser schöne Satz, die Wirtschaft dient dem Allgemeinwohl. Wir haben irgendwann praktisch die Märkte vermenschlicht. Wir haben gesagt, der Markt ist eine Entität, die Shareholder sind eine Entität und haben da gesagt, wenn es dafür taugt, dann taugt es ja irgendwie nachgelagert, ja wohl wahrscheinlich auch für das Allgemeinwohl. Und das hat sich immer weiter entfernt und die Realität sieht leider anders aus. Ja. Also einerseits eine Anmerkung oder ein Gedanke, zu der Vermarktung und Bezug von Lebensmitteln. Ich habe oft das Gefühl, es wäre gut, wenn es mehr Eigeninitiative geben würde und mehr Regionales, aber zum Beispiel in Graz gibt es jetzt die zweite Food Corp, die entsteht und in Wien gibt es zum Beispiel 50 und es gibt halt immer das, wie das Argument, ja, aber da muss ich mich einbringen oder da muss ich selber mich irgendwie engagieren und ich habe ja keine Zeit dazu. Von dem her sehe ich das noch immer, große Supermärkte einfach vorrangig sind, weil das so gelebt wird, dass die Leute wollen schnell einkaufen, sie wollen zu möglichst jeder Tageszeit alles bekommen. Und da frage ich mich, wieso liegt es da in Graz zum Beispiel daran, dass sich andere Strukturen auch nicht entwickeln oder wieso jetzt jemand ein Gemüsekistel aus Wien nach Graz schickt? Also ist das gut? Soll man das jedem freien Markt einfach entscheiden lassen, wie das jeder macht? Und die zweite Frage geht an Jakob, denn ich
Das finde ich sehr spannend mit der Kultur, weil ich glaube, genau solche neuen Ideen und Anregungen, die Kultur geben können, können uns weiterbringen. Ich finde nur manchmal, wie bringt man es dann in den Alltag? Weil das eine ist, was man konsumiert, man schaut ein Theater an, so wie es jetzt in Graz hat man gesehen, vom Theater im Bahnhof, wie ein Fußballfeld genau zum Garten umgeackert, also bearbeitet werden soll. Und ich habe das super gefunden als Idee und als Anregung, aber dann geht man wieder heim und der Alltag geht weiter. Und ich würde dich fragen, Jakob, vielleicht kannst du ein oder zwei Beispiele bringen, die jetzt vielleicht so als Idee für Graz da vielleicht gut wären. Was sind so Projekte, die man vielleicht auch in den Alltag bringen kann? Mhm. Vielleicht gibt es da was. Ah, okay. Wir haben einen Trick. Und der Trick ist, dass wir bestimmte Dinge gar nicht machen. Und das ist wirklich ein magischer Trick. Weil wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, hat man ja erstmal so, oh Gott, man will von das bis das machen und sozial und ökonomisch und ökologisch und dann kommen diese riesen Flipcharts und so weiter. Wir haben uns einen Fokus rausgenommen, der heißt bei uns Betriebsökologie, ist ein sperriger Begriff. Was hat jetzt Kultur mit Betriebsökologie zu tun? Aber im Kern ist es das Betriebssystem von Kultur. Das vergessen wir. Wir denken immer, Kultur ist sowas, was so irgendwie so schwebt und entsteht im kreativen Raum. Aber um Kultur zu produzieren, distribuieren, speichern, Aufführung zu bringen, brauchst du Strom. Du brauchst Ressourcen, du brauchst Mobilität. Das heißt, wir haben einen ganz starken Fokus gemacht. Und innerhalb dieses Fokus, da geht es um Kühlung, Lüftung, Heizung und so weiter, machen wir Aktivitäten. Das ist der einzige Weg, wie wir damit begonnen haben, weil sonst bist du gefangen in dem Meer von eventuell okayen Maßnahmen und bist, und das würde ich sagen, nach 2 Jahren einfach ausgebrannt. Ich habe die letzten Jahre so viel ausgebrannte AktivistInnen gesehen, die so als passionierte Laien anfingen und sagen, jetzt mache ich mal und das ist ja so wichtig und toll. Und es ist so ein bisschen wie, ich schaue mir auch gern Ballett an, aber ich kann es halt nicht tanzen. So, das sollen Profis machen. Und die Idee, dass man jetzt Nachhaltigkeit in der Kultur noch mal so aus der Hüfte nebenher mitmacht, geht nicht. Es braucht neue Kompetenzen, es braucht neue Kapazitäten, es braucht Ressourcen. Ressourcen heißt Geld, heißt Zeit. Und deswegen sage ich allen Häusern, und das ist der magische Trick, ihr macht alle viel zu viel schlecht, macht viel weniger richtig. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil wir haben ja keine Zeit, wir haben ja wirklich keine Zeit, es muss ja alles schnell, schnell, schnell gehen. Aber weil wir so diesen Zeitdruck haben, machen wir zu viel Quatsch ungenau, als dass wir uns wirklich mal die Zeit nehmen und sagen, komm, lass uns von diesen 72 Post-it-Ideen vielleicht nur 3 umsetzen, aber die auch wirklich nur umsetzen, wenn uns die verdammte Führung dafür Geld gibt und Zeit gibt und Kompetenzen gibt. Weil sonst verglühst du mit deiner Aufgabe. Die Aufgabe ist unlösbar. Du wirst den Klimawandel nicht aufhalten. Und du, Theresa? Spannende Frage, weil ich sie sehr wichtig finde, was du sagst. Ich habe mich auch wiederum auch historisch ein bisschen damit befasst, das ganze Thema der Food Corps, oder da gibt es auch CSA, also Community Shared Agriculture, wo im Endeffekt man als Konsumentin auch einen Teil sozusagen der Ernte im Vorhinein sich kauft von einem Bauernhof und dadurch auch das Risiko teilt im Endeffekt, wenn da klimatisch irgendwas passiert. Also es gibt ganz, ganz viel und das gibt es auch, würde ich mal sagen, seit gut den 80er Jahren ist das aufgekommen, fast parallel zur massiven Industrialisierung und Konzernisierung von unserer Lebensmittelstruktur. Also es gab immer die Gegenbewegung. Ich bin oft gefragt worden, auch in Wien gibt es zum Beispiel ein wunderbares, tolles Biokistl, das Adamer Biokistl, wo ein Hof sozusagen sich auch wirklich selbst eine Logistikflotte aufgebaut hat und viele andere Produkte auch im Biobereich mitverkauft, warum es dann eigentlich Markt da braucht, da gibt es ja schon was. Und was ich aber schon glaube, und da müssen wir selbst alle in dieser, glaube ich, fast Bubble sehr vorsichtig sein, das, was ich versuche, ist schon irgendwie den Schritt von einer vielleicht kleineren, bereits überzeugten Gruppe der Gesellschaft ins Mainstreamige zu machen. Ganz, ganz, ganz bewusst. Und das ist ein feiner Weg, weil dadurch ist man vielleicht eben nicht immer mit allen Sachen super gut aufgestellt. Weil nein, ich bin nicht der Meinung, wenn du das sagst, dass man Gemüsekistel von Wien nach Graz schickt. Also es macht null Sinn für mich ökologisch. Also es macht ökologisch Sinn, weil es mit dem Post weggeht. Das ist kein zusätzlicher Transportaufwand. Die Post fährt ohnehin. Also ich kann es schon argumentieren, warum wir es machen. Aber es macht inhaltlich keinen Sinn. Weil inhaltlich macht Sinn, etwas in Graz mit Graz zu vernetzen. Und das ist wieder eine Sache der Wachstumsstufe.
ich wäre auch oft kritisch irgendwie hinterfragt, warum muss Markt da ständig wachsen? Ich könnte ja genauso sagen, eigentlich, ich brauche null Wachstumsgedanken. Und gleichzeitig bin ich aber schon der Überzeugung, wenn man systemisch und in Strukturen denkt, brauchen wir die Strukturen halt in meiner Meinung nach überall. Und ich sehe das sogar als europäisch und globales Vorhaben. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Aber theoretisch glaube ich schon, dass es überall das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage auf einer neuen Art und Weise braucht, um eben den Markt zu hinterfragen. Und leider, das, was ich halt merke in Foodcorp-Bereichen, das sind genau die Leute, die hier sitzen, die hier auch interessiert sind und mir zuhören. Schwieriger wird es eigentlich, Leute zu erreichen, die gar nicht da sitzen und außerhalb unserer Bubble sind. Und das sehe ich trotzdem als große Mission eigentlich mit dem Vorhaben. Und weißt du, was dir, glaube ich, helfen könnte? Du hast das vorher schon gesagt, dass ganz viele Menschen, ja, so vom Hausverstand her hätte ich es jetzt mal verstanden, du hast das Wort nicht verwendet, aber ja, merken, dass so viel wird, wie wir produzieren, konsumieren, was Geld kostet, Essen kostet an Geld, vieles ja nicht passt. Ja? Also diese Bewusstseinssache ist ja da. Gut, das ist aber immer nur der Anfang. Wie viel ist also dann an Möglichkeiten, Zeit und Geld, Stichwort Ressourcen da? Und da denke ich, gibt es eigentlich auch etwas, was unsere Transition total befeuern kann und wird in einer Art und Weise, die auch nicht prognostiziert wurde. Wir erleben ja jetzt, wenn wir von Wirtschaften reden, das ist ja nur der eine Teil der Geschichte, den anderen können wir vielleicht bei einem anderen Mal besprechen. Das sind ja Menschen, die arbeiten da drinnen oder es eben jetzt nicht mehr tun. In ganz riesigen Teilen von verschiedensten Branchen kommen die Menschen gerade nicht in die Arbeit zurück, kündigen, wollen die Jobs nicht mehr machen, wollen sich vielleicht umorientieren, vielleicht auch nicht. Was das eigentlich, glaube ich, nachziehen müsste, wäre auch da ein nicht nur organisatorisch anders, hierarchisch anders vielleicht neu lernen, wie wir miteinander arbeiten, sondern auch wie viel wir miteinander arbeiten. Und das würde ganz einen wesentlichen Baustein liefern, nämlich mehr Zeit, um eben auch anders zu konsumieren oder sich sein Essen zu kochen oder gemeinsam über kulturelle Projekte im Stadtteil nachzudenken. Und dass doch ja was passiert ist in diesen letzten Jahrzehnten, dass einfach die Zeit für ein Miteinander in der Gesellschaft gefehlt hat. Und ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe mit deinem Geschäftsmodell, du bist nicht eine, die jetzt sagt, wie gestern in der Blockchain-Debatte, na, jetzt soll dann jeder quasi sein eigenes Finanzportfolio managen und jeder am besten noch seinen eigenen Krautsalat auch anbauen. Nein, dann haben wir wahrscheinlich für was anderes keine Zeit mehr. Aber wenn wir von dem anderen Arbeiten weniger machen, dann ist schon Zeit auch für ein paar von diesen Wertschöpfungen finden, aber eben nicht primär auf Preis ausgerichteten Tätigkeiten. Nur um da kurz ein Follow-up, aber ich finde, der Druck vom Arbeitsmarkt wird genau in die Richtung gehen. Ja. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Part, weil auch eine kommende auch Generation was ganz anderes sich erwartet und fordert. Das ist teilweise auch für mich herausfordernd, muss ich auch wirklich dazu sagen, weil es einfach du musst das wirklich ganz anders organisieren, auch das Arbeitsleben dadurch. Und der andere Part, den hast du ganz kurz erwähnt, ich glaube, es wird wirklich der Arbeitsmarkt sein und es wird die Finanzwirtschaft absurderweise auch werden. Ich hatte da ganz spannende Gespräche auch mit Finanzvorständen halt von einer Bank, der wirklich gesagt hat, sie können gar nicht Projekte auf 20 Jahre momentan finanzieren, die im unökologisch fossilen Bereich sind. Das heißt, es wird ganz interessant, dass die Risikobewertung sehr wohl einen Riesenhebel noch einmal treiben kann, auch dass Dinge, wenn wir gesetzliche Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen da angleichen, dann gar nicht mehr funktionieren auf der Finanzierungsseite. Und ich glaube, da sind sehr wohl dann Stellschrauben, das ist nicht eine davon, aber das sind für mich schon wesentliche, was den Arbeitsmarkt und den Finanzmarkt betrifft. Danke. David, habe ich das richtig gedeutet, dass du auch was sagen wolltest? Ja, kurz dazu. Also ich finde es, zu dem letzten Punkt muss ich kurz reingrätschen. Also die Frage ist natürlich immer auch, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, ist es eine Möglichkeit, dass ich diese Zeit sinnvoll nutze, unter Anführungszeichen. Also faktisch kann ich es, wenn ich genug Geld habe, kann ich auch in den Urlaub fliegen. Und man muss ja einmal diese Rebounds irgendwie ein bisschen mit berücksichtigen und eine entsprechende Einbettung oder eine entsprechende Kultur in dieser Hinsicht schaffen. Und dann nochmal zu dem Punkt mit den Lebensmitteln. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Also man kann nicht ein Konzept, das zum Beispiel Foodcorps in Wien, was das gut funktioniert, jetzt eins zu eins nach Graz übersetzen, einfach weil die Rahmenbedingungen anders sind. Graz ist eine Stadt der Bauernmärkte und anderer Dinge, was Wien in dem Sinn nicht ist. Und wenn man genau hinschaut, sind auch in Oberösterreich im ländlichen Raum vor allem Foodcorps, die sehr stark eben
durch die Leute vorangetrieben worden sind, die in Wien waren und dort diese Food-Corp-Szene mit aufgebaut haben. Diesen Bewegungsfluss, Innovationen fließen ja auch immer irgendwo und hängen ja meistens dann doch auch an gewissen Menschen, die das Ganze erlebt haben. Deswegen gibt es das in Graz in dem Sinn weniger. Wir haben zwar mehr solidarische Landwirtschaften, also das umgekehrte Prinzip. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, und da arbeite ich mit der Elisabeth auch in einer anderen Arbeit als Forscher zusammen. In Wien entsteht gerade ein Mitmachladen, also ein Genossenschaftsgeschäft der Mila in Wien. Und natürlich beschäftigen wir uns mit einer ähnlichen Fragestellung, wie kann alternative Lebensmittelversorgung sozial inklusiver werden. Und da ist natürlich eine These, man könnte probieren, so einen ähnlichen Mitmachladen in Graz aufzubauen, aber wir haben uns eher dagegen entschieden, weil es einfach andere Strukturen braucht. Nämlich man muss ja einfach immer mit den, und das ist auch wiederum ein Transition-Prinzip, mit den vorhandenen Ressourcen und Bedingungen am bestmöglich umgehen können. Und in dem Fall wäre es in Graz zum Beispiel die Stadtteilarbeit. Das heißt, eben um diese Frage zu beantworten, muss ich schauen, dass ich genau mit diesen Akteuren und Akteurinnen zusammenarbeite, die genau diesen Konnex bieten und inwiefern es da eben diese Selbstorganisation braucht, oder wenn die Leute das nicht wollen, dann muss ich mir jetzt, das kann ich jetzt auch natürlich ad hoc nicht beantworten, und muss ich das genau halt anschauen. Ich glaube, du sagst Analyse, das ist, glaube ich, wichtig. Ich muss dich nur ein bisschen, ich muss ein bisschen reingrätschen, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Okay. Du bist arm, du sitzt ja nicht bei uns im Raum. Ja, genau, es tut mir wirklich leid. Aber toll auf jeden Fall, Entschuldigung. Und ich glaube, du hast da jetzt noch einmal was gesagt, was ich gerne abschließend auch zusammenfassen würde. Dieses eben, was in einem Ort passt, passt vielleicht im anderen nicht. Aber wir haben jetzt deshalb nicht eine Diskussion, ob das Konzept, was woanders funktioniert hat, schlecht war. Sondern wir nutzen unsere Ressourcen, um zu suchen, was jetzt für uns, wo wir gerade sind, passt. Und diesen Blick da auch rauszuschauen, immer offen zu halten. There are plenty alternatives. Und das ist eine Tapas-Party eigentlich, dieses Leben. Bitte eine andere Welt, vielleicht auch eine schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Und ich merke, wir hätten noch viel weiterreden können. David, hoffentlich sehen wir uns bald mal auch in Person irgendwo euch hier jetzt. Wir bedanken uns wahnsinnig für alles, was bis jetzt war, und freuen uns auf mehr. Danke.